verruchten Stadt Zamora, wo ihr vom Chef des Geheimdienstes angeworben wart und habt da euch ein wenig umgeschaut, habt noch keinen Auftrag gehabt, seid einer hübschen Adligen über den Weg gelaufen, die einen Narren an Subutai gefressen hatte und euch Ja, dann und ich sehe gleich auch ein bisschen an ihr, glaube ich. ja, genau, das war Minimal. dann. Ich glaube, so dieser Funke, wo das so richtig übersprang, das war dann auf dem Bankett, wozu sie euch eingeladen hatte. Ne? Und die hätte euch am liebsten da behalten, gleich beherbergt, natürlich vor allem den Subutai. Und ihr habt euch aber dagegen entschieden, weil ihr ja auf Anweisungen von eurem Arbeitgeber warten müsst und sozusagen ein bisschen auf Bewährung auf freiem Fuß seid. Ja. Als ihr dann zu eurer Herberge zurückgekehrt seid, seid ihr verfolgt worden. Und das war so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, weil derjenige hat sein Handwerk schon ein bisschen verstanden. Aber letztendlich habt ihr ihn dann doch ja, erwischen können und wart gerade dabei, ihm auszufragen. Agela wollte gerade hatte den Dolch schon gezückt und an den Finger angesetzt, damit er ein bisschen mehr verrät. Er hatte, glaube ich, aber schon verraten, dass er eigentlich von der Verehrerin von Subutai geschickt worden Ja, ist. von Lady Lucrezia, genau. Lady Lucrezia, genau. Und in dem Moment, als ihr da so ein bisschen eure nette Unterhaltung hattet und ein bisschen mehr Lärm gemacht habt, kamen dann so ein paar Gauner, ja, Totschläger um die Ecke und wollten euch berauben. Das ging dann natürlich dann nicht so gut für die aus. Und nachdem ihr die Welt dann von einigen bösen Halunken wieder befreit hattet, beziehungsweise denen eine Lektion erteilt habtet, ich glaube, Tote gab es jetzt nicht, die sind alle so schwer Wir bis haben sie mittelschwer davon kommen verwundet lassen, entkommen. ja. Genau, Genau, wir haben sie genau. in die Flucht Ihr geschlagen. wart mal wieder großzügig, oder auf dass sich auch die Kunde ja, von eurer Waffe, von euren Waffen verbreitet. In der Unterwelt habt ihr sie entkommen lassen und seid dann in eure Unterkunft zurückgekehrt. Ja, Zum und Tanga. genau. Der seinen Rausch ausgeschlafen hatte und da die Taverne schon geschlossen hatte, euch einfach mal ein Seil aus dem Fenster rausgelassen hat, Genau. interessanterweise. Ja. Und wir hatten noch die Info, dass wohl am nächsten Morgen eine Nachricht von Resus von uns war. Genau, das hatte wohl der Wirt dem Tanga irgendwie noch gesteckt. Ja, das ist richtig. Ja, und so ist es auch. Am nächsten Morgen sitzt ihr in der Taverne beim Frühstück. Es sind noch ein paar andere Gäste da. Handwerker, jetzt niemand so wirklich, also ihrer ja, Kleidung nach zu urteilen. Keine besonders auffälligen Leute. Niemand schenkt euch so großartig Beachtung, denn ihr habt euch ja auch schon mittlerweile kleidungstechnisch ziemlich verändert, sodass man euch als die großen Stars der Arena nicht gleich wiedererkennt. Und dann betritt ein Mann die Taverne mit Kapuze, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil ja eigentlich kein schlechtes Wetter draußen ist. Es ist hell draußen und ja. Blickt sich um, blickt den Wirt an. Ihr kriegt das so ein bisschen mit, weil ihr natürlich auch gespannt seid, wann diese Nachricht für euch eintrifft. Und der Wirt blickt zu eurem Tisch und nickt dem Fremden zu. Und dann kommt er an euren Tisch, dieser freundliche Mann hier. Und setzt sich an den Tisch und schaut euch kurz an. Ihr seid also Ajala und Subutai? Richtig, ja. Gut, ich denke, der Wirt hat mein Kommen schon angekündigt. Deswegen können wir gleich zur Sache kommen. Ja, Er redet. setz dich. Ich biete ihm einen Platz. Ja, macht er. Und er winkt zu dem Wirt zu und. Der Wirt nickt zurück und stellt ihm kurz darauf ein warmes Bier hin. Sehr beliebt zum Frühstück auch. Und er nimmt einen Schluck, wischt sich den Mund ab.
Also gut, zunächst einmal soll ich im Namen meines Herrn eine Botschaft überbringen, die lautet: Fallt nicht so sehr auf. In dem einen Tag, den ihr jetzt hier in der Taverne und in der Stadt seid, seid ihr nicht wirklich untergetaucht. Also bei wohl stadtbekannten adligen Witwen auf Bankette zu gehen, so hatte sich das mein Herr eigentlich nicht vorgestellt mit euch als neuen Undercover-Agenten. Haben denn hier alle Fenster Augen und Türen Ohren oder wie man das? Ja, natürlich. Ich meine, das ist der Beruf meines Herrn und damit befassen wir uns alle. Und leider auch die Feinde meines Herrn, die sehr zahlreich sind. Und insofern müsst ihr deutlich mehr Vorsicht an den Tag legen demnächst. Ansonsten könnte es sein, dass euer Aufenthalt und euer restliches Leben sehr kurz sein werden. Und Werde ich beherzigen. Das soll keine Drohung sein, sondern nur ein freundschaftlicher Rat. Ach so. Denn mein Herr durchaus noch etwas mit euch vor. Na, Gut, hoffe ich okay. doch. Dann sind wir uns da also einig. Sehr schön. Wer sind denn seine Feinde? Ja, einer seiner Feinde ist zum Beispiel Nabonides, der Priester des Spinnengottes Zaat. Ein sehr mächtiger Mann, der ja in Konflikt mit meinem Herrn steht und versucht, Einfluss beim König zu gewinnen. Und das ist natürlich ein Problem. Schlechter Einfluss auf den König, so etwas kann mein Herr natürlich nicht dulden. Und insofern hat mein Herr beschlossen, dass sich das Leben des Nabonides nun schnell seinem Ende nähern wird. Und diese Aufgabe hat er euch zugedacht. Wie glücklichen. Schon wieder irgendwelche Kirchen angreifen, irgendwelche Priester. Das kommt mir bekannt vor. Ja, wahrscheinlich hat mein Herr euch auch deswegen für diese Aufgabe ausgewählt. Allerdings empfiehlt euch mein Herr dringendstens nicht, den Priester im Tempel aufzusuchen, sondern ja, in seiner privaten Villa. Denn welche magischen Flüche oder Schutzmechanismen im Tempel ja, vorhanden sein können, darüber möchte ich nicht spekulieren, aber es könnte wahrscheinlich etwas gefahrloser sein, wenn ihr ihn in seiner Villa aufsucht. Hat er Und Wachen wahrscheinlich an auch seiner Villa? diskreter. Entschuldigung. Es wird auch diskreter sein, mein. Mit Sicherheit, ja. Das wäre eine gute Idee. Ja, mit Wachen könnt ihr schon rechnen. Ich kann euch den Weg beschreiben zur Villa. Die liegt im reichen Viertel, in dem ihr euch ja schon ein wenig umgesehen habt, grenzt an den Tempelbezirk an. Ja, man weiß leider sehr wenig über die Villa. Bisher ist es noch keinem unserer Spione gelungen, in das Haus einzudringen, beziehungsweise wieder lebendig hinauszugelangen. Die Villa hat auch einen großen Garten, der von einer hohen Mauer umgeben ist. Also es ist eure Aufgabe, euch ja, das Objekt näher anzusehen und wie ihr diese Aufgabe erledigt, bleibt euch überlassen. Wie gesagt, der Rat wäre definitiv, euch nicht ja, in den Tempel zu schleichen, abgesehen davon, dass der Hohepriester die Nächte auch in seiner Villa verbringt. Ja, ihr solltet ihn besser dort oder vielleicht irgendwo anders eliminieren. Wo Ihr wäre sagtet, denn, dass sorry, ja? ihr sagte, dass Leute von euch schon reingingen und nicht mehr rauskamen. Heißt das, dass wir davon ausgehen müssen, dass unser Gegner gewarnt ist? Ja, ich sag Samuel. mal, Leute, die das Spiel spielen hier in Zamora, die müssen stets auf alles gefasst sein, genau wie mein Herr. Ansonsten leben die nicht lange.
Ihr könnt schon davon ausgehen, dass auch Nabonides Vorkehrungen zu seiner Sicherheit getroffen hat, auch in seiner Villa. Ja. Betrachte das Ganze aber mal als ein Test. Es lohnt sich durchaus für meinen Herrn tätig zu sein. Und nach dem kleinen Vorschuss, den ihr bekommen habt, abgesehen von eurer großzügigen Begnadigung, ist sicherlich noch etwas mehr Gold drin für euch dann. Nun gut. Ja, dann wäre dann noch eine Kleinigkeit. Und der holt aus unter seinem Mantel zwei kleine Glasfiolen raus, die mit einer fast durchsichtigen grünlichen Flüssigkeit gefüllt sind und so mit Wachs oben versiegelt, und sagt: Das ist für euch, für den Notfall. Ihr solltet besser nicht lebendig gefangen werden. Das sowohl in eurem eigenen Interesse als natürlich auch im Interesse meines Herrn. Also zu, dass ihr die greifbar habt und bevor ihr gefangen genommen werdet, auch von Schergen oder von Nabonides selber, wollt ihr vielleicht lieber in eurem Leben selbst ein Ende, sagt er. So weit wird's noch kommen. Aber ja, gib mal her das Zeug. Und ich stecke mir diese Fiole ein, nachdem ich sie noch gegen das Licht gehalten habe und betrachtet habe. Ich stecke sie auch einfach weg, wortlos, ohne anzugucken. Soll übrigens vollkommen schmerzlos sein, habe ich gehört. Also jedenfalls sah es so aus an den Leuten, an denen es getestet wurde. Ich wollte schon sagen, wird schon keiner Bescheid gesagt haben. Na gut, dann gibt uns den Weg. Ja, der beschreibt euch dann halt so, wo ihr das Haus findet. Und das wäre von meiner Seite alles. Ich denke, wir werden davon hören, wenn ihr erfolgreich seid. Ansonsten werden wir euch hier wieder in der Taverne kontaktieren. Aber wie schon gesagt, achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr auffallt. Und vielleicht wechselt ihr eure Kleider und ab und zu einmal. Und in einigen Tagen sollten wir ohnehin schauen, ob wir euch mal eine neue Unterkunft beschaffen. Ja. Andere, wie ihr seht, euer Besuch und eure Bekanntschaft mit Lady Lucretia ist uns nicht verborgen geblieben. Und genauso leicht könnten auch andere vielleicht dann herausfinden, wo ihr euch aufhaltet. Und ich glaube, ihr würdet auch besser schlafen, wenn ihr wüsstet, dass euer Aufenthaltsort nur wenig bekannt ist. Nur euren Freunden. Der lächelt so, zeigt seine Zähne. Falsches Grinsen. Ja, natürlich. Gut, der nimmt einen großen Schluck aus seinem Becher mit dem warmen Bier, haut das so oft ein bisschen lauter auf den Tisch, steht auf, nickt dem Wirt wieder zu, wirft sich seine Kapuze wieder über und verschwindet. Oh, was hältst du davon, Subotai? Ah, wie gesagt, hier hat alles Ohren und Augen. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt schon die halbe Stadt weiß, dass wir hier sind und überhaupt. Aber, wir sollten uns, denke ich mal, die Villa etwas genauer anschauen. Das ist richtig. Und es soll ja nur ein Test sein, also kann es nicht so schwierig sein. Okay, das denke ich auch. Ich glaube, wir tun gut daran, heute den Tag damit zu verbringen, die Umgebung anzuschauen, die Villa anzuschauen, wer geht rein, wer geht raus. Er wird sicherlich nicht nur alleine dort drin wohnen. Und wenn es nur Wachen sind. Ja, dann stürzen wir uns in unsere neuen Kleider. Juhu. Vielleicht sollten wir den, wie hieß er noch gleich? Rhesus, auch noch gleich um ein paar neue Kleider bitten, jedes Mal neue Kleidung zu kaufen. So richtig. Hätten wir diesem Boten sagen sollen. Ja. Naja, beim nächsten Mal. Euer Bolten mit Gold, den ihr mittlerweile aufgeteilt habt unter euch, der ist schon noch relativ prall gefüllt. Also ihr habt da locker die Kleider für bezahlen können, da könntet ihr euch noch mindestens zwei Ausstattungen von kaufen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie oft er erwartet, dass wir hier die Klamotten wechseln. Vor allem, wenn wir jetzt irgendwie ein, zweimal die Woche irgendwen umbringen sollen. Ja. Und vielleicht auch von eurem eigenen Sicherheitsbedürfnis oder eurem Sinn für Mode ab, keine Ahnung. Ja, aber ja, sicherlich. Ja, klar. Nach mehr Geld fragen ist natürlich immer gut. Ja, gut. Nee, ich glaube, da machen wir uns erstmal auf und beschatten das Haus. Mhm. Ja. Mal mit der Umgebung uns anfreunden. Genau. Okay. Ja, in der Stadt ist also schon jede Menge los. Ach so, kommt ein Tanga eigentlich auch mit oder pennt er quasi einfach so ein bisschen zu Hause rum? Ich würde sagen, der pennt wieder ein bisschen rum und macht andere Sachen vielleicht. Ja, ja. Oder wollt ihr den gerne als NPC mitnehmen, um so ein bisschen Backup? Nee, auch, er könnte ihn auch mitnehmen. Also ich meine, dann haben wir den so ein bisschen Backup als... Ja, würde ich aber echt dir als Meister überlassen, wie Bock du drauf hast. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, wie ihr lieber wollt. Ich meine, so ein Schwert mehr kann natürlich vielleicht nicht schaden. Ich meine. Ja, ich fände es nicht verkehrt. Also wenn Bock hast, den so mitzuspielen, dann klar, gerne. Ja, klar. Kann ich machen. Könnt ihr ihm auch Anregungen geben? Den habe ich nämlich auch schon neu gemacht mit neuen Werten. In weiser Voraussicht, ja. Sonst wäre das Dienstag Nachmittag noch passiert, ne? Ja, genau. Und weil ich schon rumprobiert habe. Ja. Ja, wohlgesättigt. Verlasst ihr dann die Taverne. Zum Roten Löwen hieß die, glaube ich, habe ich mal gesagt. Ja. Maldis, der Wirt. Anscheinend macht er den ganzen Tag nichts außer mit seinen Stammgästen zunicken. Ja, jedenfalls euch, als ihr dann geht, nickt ihr euch auch nur so wissend zu und sagt nichts. Bedient auch aber links auch gerade den Kunden. Insofern hat er auch nicht viel Zeit, euch jetzt alles Gute zu wünschen. Ja. Die Straßen sind belebt, noch belebter als gestern sogar. Die Leute gehen ihren täglichen Beschäftigungen nach, gerade hier jetzt im Handwerkerviertel. Es riecht wieder nach gebratenem Fleisch. Ihr seht, dass irgendwelche Eidechsen am Spieß angeboten werden. So Wasserverkäufer mit so aufwendig gedrechselten Kupferflaschen auf dem Rücken geschnallt, gehen durch die Straßen, Tamarindensaftverkäufer für diejenigen, die ein bisschen mehr Geld haben und etwas ein bisschen Delikateres wollen als reines Wasser. Und als ihr dann das Viertel der Reichen erreicht, wird es dann etwas leerer. Sieht man eigentlich fast mehr Dienstboten. Es gibt da jetzt ja keine Händler mehr oder Geschäfte, wo Waren verkauft werden. Stattdessen sieht man viele Diener, die anscheinend irgendwelche Besorgungen erledigen. Es werden neue Lebensmittel angekarrt, geliefert an große Paläste, Villen, die dort sich befinden. Ab und zu kommt eine Sänfte an euch vorbei, wo irgendein reicher Schnösel oder eine reiche Dame durch die Gegend getragen wird. Tatsächlich seht ihr da zum ersten Mal auch eine Patrouille der Stadtwache rumlaufen, die allerdings ja nicht besonders vertrauenserweckend aussieht. Sehen alle etwas heruntergekommen aus, bis auf den Offizier. Habt auch schon gehört, dass die hiesigen Wachleute, die Stadtwache, ja, ebenso wie Charizard nicht den besten Ruf genießen, auch bestechlich sein sollen durch und durch. Und dann kommt ihr schließlich zur großen Villa, die Nabonides, dem Priester des Spinngottes Saat, gehören soll. Das ist ein zweistöckiges Gebäude, das aus Sandstein erbaut ist, mit einem Flachdach. Obendrauf scheint sich so eine Terrasse zu befinden. Nach hinten raus schließt sich eine so ungefähr 2,5 Meter hohe Mauer an. Dort muss wohl der Garten liegen, den der Agent beschrieben hatte. Und es gibt ein sehr stabiles Tor im Gartenbereich und ein großes Tor an der Frontseite, so wie ihr das sehen könnt, zum Hauptgebäude. Ja,
Und rundherum ist diese 2 Meter hohe Mauer, oder was? Ja. Okay. Also nicht, nein, also nur von hinten aus. Ja. Ich kann ja mal kurz zeichnen. Und ansonsten ist eine Häuserfront, nehme ich an, daneben. Genau. Also, ist eigentlich so ein ziemlich quadratisches Gebäude. Und hinten hier wäre so, dass der Haupteingang und hier hinten rum ist eine Pforte und ja, drumherum ist also eigentlich von allen Seiten frei zugänglich. Das ist also nicht direkt an ein Nachbarhaus angebaut, sondern dazwischen sind Straßen bzw. kleinere Seitenstraßen. Achso, und hier ist es eine ziemlich kleine Gasse und hier ist es eine ziemlich breite Straße auf der Seite auch. Mhm. Und das hier ist dann, diese Mauer dann, oder was? Das ist die Mauer, genau. Okay. Also hier ist das Haupthaus und hier ist der Gartenbereich. Okay. Und krasser Garten. Das Haus, ja, schon ganz schön groß. Ist ja auch so eine Villa. Stimmt. Okay. Und gehen dann auch hier direkt, also ich meine, wir müssen uns ein bisschen auf die Lauer legen oder stellen oder sowas, ohne dass wir jetzt gerade auffallen. Und ich würde halt vor allem gucken wollen, ob es auch Diener gibt, die hier rein und raus gehen. Und falls ja, würde ich mir versuchen, mal die ein bisschen zu merken, deren Gesichter und deren Erscheinung, damit wir vielleicht denen mal folgen können. Rausfinden können, welche Händler die beliefern. Ja. Also nachdem ihr da vielleicht 20 Minuten steht, kommt schon der erste Diener, jedenfalls ist er relativ einfach gekleidet, aus dem Haus und läuft so an euch vorbei. Er hat jetzt ein ziemliches Allerweltsgesicht. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwie ein passendes finde, aber eigentlich tut das jetzt nicht so richtig zur Sache momentan, wie die aussehen. Und etwas später fährt ein Karren vor, da sitzt ein Kutscher drauf und der steigt ab, hält mit seinem Eselskarren halt vor dem Hauptportal hier so an und klopft dann an, ihm wird geöffnet und darauf kommt ein weiterer Diener aus dem Haus und fängt an, den Wagen zu entladen. Sind also auch irgendwelche Lebensmittel drauf, Eier und Gemüse und so weiter, was geliefert wird anscheinend. Und dann fährt ihr wieder weiter. Nachdem ihr eine Stunde gewartet habt und also der frühe Morgen jetzt, also sich eigentlich schon fast der Mittag naht, öffnet sich die Tür und und herauskommt ein in prächtigen Gewändern gekleideter Mann. Und ja, nach dem, was ihr so bisher von Priestern so gesehen habt, würdet ihr jetzt mal vermuten, dass das der Hohepriester sein muss. Trägt auch so ein Art Tiara. Ja, prächtige Gewänder, die allerdings irgendwie ein bisschen düster, bedrohlich fast aussehen. Aber der Spinnengott Saat ist ja auch für Nicht-Einheimische ja nicht gerade so als der Gott der Mildtätigen bekannt, sondern schon etwas bedrohlicher Gott. Und tatsächlich ist es so, dass zwei Wachen mit dem Priester aus dem Haus heraustreten und ihn eskortieren. Und kaum sind die auch auf die Straße getreten. Die Wachen gucken sich also auch schon so ein bisschen um. Die sehen jetzt auch gar nicht ganz so verschlafen aus wie die Stadtwache. Schade. Und kurz darauf kommt eine Sänfte um die Ecke. Ups, jetzt bin ich falsch im Zeichnen. Und hält halt hier an, direkt vor der Gruppe.
Der Hohepriester steigt ein und ja, die Träger heben wieder an und die Wachen laufen so neben der Sänfte her und gucken sich halt so die ganze Zeit ein bisschen um und marschieren weg. Da wird er jetzt wahrscheinlich zum Tempel auf sein, ne? Ja, davon ist auszugehen. Okay, das heißt, die zwei Bodyguards sind weg. Ich glaube nicht, dass er jetzt so groß Wachen jetzt nur für die Villa rumstehen hat, oder? Wird wahrscheinlich hauptsächlich Bedienstete sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch jemanden hat, der hier fürs Rechte sorgt in seiner Abwesenheit. Ja, Das aber könnte wahrscheinlich nicht ja. sonderlich viele, oder? Also ich Vielleicht hoffe nicht, es. wissen wir nicht, aber wir müssen mit Ah. allem rechnen, ne? Wir müssen mit allem rechnen. Die Nebengebäude neben der Villa, sind die auch zweigeschossig? Ja, das sind auch alles größere Häuser, Villen von Reichen, ja. Okay. Ich habe mir überlegt, wie wir vielleicht unauffällig uns Einlass verschaffen können, Erzähl. wenn wir einen der Händler verfolgen und herauskriegen, für welchen Händler er arbeitet. Dann können wir selber mit diesem Händler etwas reden, ins Gespräch kommen, so tun, als würden wir was kaufen wollen und nach seinem Namen fragen und dann uns in einer Händlerverkleidung an vielleicht morgen oder später, nachdem, wann wir es herausgefunden haben, als Händler ausgeben und zu sagen, ja, wir haben hier einen zweiten Teil einer Lieferung, die noch nicht bereit war. Vielleicht können wir so einfach rein. Das könnte funktionieren. Ich bin noch nicht so überzeugt davon, dass wir das dann tagsüber machen. Ich wäre lieber nachts reingegangen, aber nachts dann reinzukommen ist natürlich schwieriger. Ja, aber so aufgrund deiner Spionagen und verdeckten Tätigkeiten und deiner Erfahrungen liegt Ajala da vielleicht gar nicht ganz so verkehrt, weil es ist jetzt schon auch noch Leben auf den Straßen. Und da laufen halt immer wieder Leute vorbei, ne, sei es Bedienstete, sei es irgendwelche Händler oder ja, Wagen, die da Ware ausfahren. Ja, die Patrouille habt ihr immer mal durch die Gegend rennen sehen. Tatsächlich seht ihr die nach einiger Zeit auch mal wieder in etwas größerer Entfernung so eine Kreuzung langlaufen. Also die treiben sich da auch rum. Spricht vielleicht einiges dafür. Ist nur die Frage, wie kommen wir dann nachts ordentlich rein? Die werden sicherlich irgendwie absperren oder sowas. Ach, verdammt. Meinst du das Viertel absperren, meinst du? Ne, die Türen. Ja, natürlich, die Ne? Klar. Türen, ja, davon ist auszugehen. Wir könnten Also, höchstens versuchen, ob wir irgendwen. Wobei Taschendiebstahl ist hier bei keinem sonderlich gut, ne? Ich glaube fast nicht. Sonst hätten wir irgendwem den das Schlüssel ist klauen können. ein richtiger Dieb par excellence, ne? Du bist zwar auch ein bisschen Ich geschickter mit bin den Händen, glaube Spionin. ich. Also Venko wäre jetzt ja der Ja. Richtige, aber Ja, eben, genau. Ja, du hast auch Geschicklichkeit 4. Das ist also auch schon besser als der Durchschnitt, schon ganz ordentlich. Aber ich glaube eher, dass ich so beschatte und sowas und nicht unbedingt Taschendiebstahl und Stehle Ja, an würde ich sich. auch sagen. Ja. Also einfache Sachen vielleicht, man kann es probieren, aber das Risiko, dann erwischt zu werden, wäre halt schon Eben, etwas das größer, wäre ne? mir. Also es ist jetzt nicht dein eigentliches Metier, ne? Genau. Genau. Sonst wäre die Möglichkeit, ich hatte halt erst die Überlegung, ob wir vielleicht von einem Nachbargebäude rüberkommen, vielleicht irgendwie, ne, wenn es halt nur eingeschossig wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie breit die Straße da ist. Und sonst bleibt eigentlich nur der Garten, weil die Vordertür ist ein bisschen laut, wenn man da irgendwie versucht, durch das Schloss zu kommen. Ich denke, die Nachbarhäuser werden etwa ähnlich bewacht sein, wenn es hier alles Reiche sind. Also wird es vielleicht gar nicht unbedingt leichter, auf ein Nachbarhaus raufzuklettern. Stimmt. Also hier können wir es gleich hier versuchen. Ich meine, wir könnten natürlich versuchen, uns passende Sachen für die Wand mitzunehmen, ob wir die irgendwie erklettern können. Wir haben ja jetzt, müssen das ja nicht jetzt sofort machen, wir können es ja Ja, wir vorbereiten. können schauen, wenn es im Garten vielleicht Bäume gibt, dann können wir mit einer Ja. Leiter uns irgendwo eine Leiter borgen, da ankommen und sagen, wir kommen, um die Bäume zu beschneiden. Und
was auch immer, oder? Ja, dann hätten wir eine Leiter. Ja, so hoch war die Mauer auch gar nicht. So irgendwas, etwas über 2,5 Meter, genau. Vielleicht 3 Meter hoch. Also jetzt nicht so super hoch, ne? Genau, ob wir das jetzt irgendwie... Ja, meinst du, mit Räuberleiter kommen wir da noch hin? 2,5 Meter, ja. Wenn ja, das ginge... Wie groß sind wir eigentlich? Kommt einer hoch, aber wie dann der zweite oder dritte dann kommt... Das wird schwierig. Und zurück vor allem. Macht mal... Ihr übrigens fällt euch auf, als ihr euch die Mauer ein bisschen genauer anseht, seht ihr was auf der Mauer aufblitzen. Reflektieren in der Sonne. Aufblitzen? Man sieht das nicht sind überall, das aber... Ja. Nochmal bitte? Glasscherben. Ach so, Glasscherben. Das wird es wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich sind oben auf der Mauer in Mörtel Glasscherben eingelassen, ja. Probates Mittel. Genau. Wenn man schon kein Stacheldraht hat, dann wenigstens sowas. Toll. Das ist natürlich... Was ist das denn für eine Tür hinten im Garten? Also ist das etwas, was man vielleicht doch irgendwie mit ein bisschen Geduld aufkriegen würde? Oder ist das wirklich nur, also das weiß sieht, nicht. Ja, die sieht sehr stabil aus. Und, verdammt. Da ist auch gar kein Schloss dran an der Tür dort. Das liegt wahrscheinlich wie die von innen mit Riegeln gesichert. Ah, okay. Die Haustür hat irgendwie noch ein Schloss. Mhm. Aber ein Schlüsselloch und die Tür hinten im Garten nicht. Verdammt. Wie so eine kleine Festungspforte. Ja, ich meine, man könnte natürlich zumindest einen rübergehen lassen, um die Tür dann zu öffnen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über, was hast du eben gesagt? Mir fällt es gerade nicht ein. Räuberleiter, genau, dass einer rüberkommt und dann die Tür aufmacht. Mhm. Ja, das wäre ja, natürlich. Möchten wir wahrscheinlich ein großes Stück hartes Leder, damit wir das über die Mauer legen können, damit wir uns nicht verletzen. Ja. Ja, oder eine dicke Decke noch mehrfach gelegt, sowas in der Richtung. Ja. Ja. Okay. Ich glaube, das klingt schon mal nach einem Plan. Ich glaube auch, aber ich würde trotzdem vielleicht, wenn es sich ergibt, so wenn wir denken, ja, jetzt haben wir erstmal genug gesehen hier, dass wir vielleicht nochmal auf einen Bediensteten warten, falls es das nochmal dazu kommt, dass wir dem folgen können und eventuell trotzdem noch irgendwie einen Plan B, falls man sich reinschleichen müsste, zurechtzulegen. Ja, wie es der Zufall so will, kommt ein Bediensteter auch wieder zurück. Ja, Mensch. Der trägt eine Amphore. Das ist, glaube ich, auch der gleiche, den ihr habt rausgehen sehen vor einiger Zeit. Und der stöhnt und ächzt und es ist ja auch ziemlich heiß da in Zamora. Es ist ja auch schon mehr so ein südliches Land und die Sonne ist schon hoch am Himmel. Ist eigentlich schon so Mittagszeit und er muss auch die Amphore zwischendurch mal absetzen und wischt sich dann die mit Schweiß benetzte Stirn ab zwischendurch und murmelt was vor sich hin, setzt die Amphore wieder an, um sich dann auf die letzten 50 Meter auf den Weg zu machen und wird so gleich an euch vorbeilaufen. Ja, der klopft dann wieder an die Tür, ihm wird aufgemacht und er verschwindet mit der Amphore im Haus. Beobachten, aber wieder raus. Bitte? Weiter beobachten, ob er wieder rauskommt. Mhm. Der war ja erst draußen, ne? Der war ja heute Morgen rausgegangen, irgendwo hin und kam jetzt wieder binde Amphore. Mhm. Also ja. Der kommt jetzt erstmal nicht mehr raus, glaube ich. Ja. Aber es kommen noch mal welche raus. Nur, ich sag mal, er steht jetzt schon so über eine Stunde da rum. Und das könnte langsam vielleicht mal auffallen, so ein bisschen, ne? Ihr seid ja auch schließlich zu dritt momentan. Ja, ich meine, man kann sich ja auch ein bisschen aufteilen, man muss ja nicht an der gleichen Stelle stehen. Das ja, ich gehe mal davon aus, ihr macht da schon so ein bisschen was. Ja, ich denke mal schon, dass wir ein bisschen versetzt stehen oder zwei stehen mal beieinander, dann geht mal einer weg oder sowas, dass halt immer einer da ist, aber nicht alle gleichzeitig immer durchgehend da stehen. Mhm. Und
Okay. Naja, gut. Wir werden zu auffällig. Gehen wir zurück, um uns zu besprechen. Mhm. Und die nötigen Sachen zu besorgen. Okay. Als ihr dann den Weg zurück antretet, kommt euch übrigens auf einer Hauptstraße wieder eine Patrouille entgegen. Und der Offizier mustert euch so kurz, guckt so ein bisschen grimmig rein, aber guckt dann wieder woanders hin. Und von den Wachen, die er da im Schlepp hat, die gucken höchstens ein bisschen mal so Ajala auf die Füße, aber sonst sind die nicht so wirklich interessiert. Okay. Ja, und lassen euch unbehelligt eures Weges ziehen. Vielleicht sollten wir nicht unbedingt über die Hauptstraße gehen, wenn wir wiederkommen. Wenn der uns so grimmig anguckt. Vielleicht hat er auch einen schlechten Tag gehabt, aber ich weiß nicht. Wenn mich eine Wache anguckt und mustert, dann weiß ich nicht. Unangenehm. Würfel mal auf Scharfsinn. Oh Gott. Das wollen wir hier testen. Scharfsinn, da. Go. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ich meine, das ist jetzt, man muss natürlich sehen, dass eine 4 ist jetzt auch überdurchschnittlich, aber halt nicht totale Brüller, aber ist schon ziemlich ordentlich. Also du bist der Meinung eigentlich, dass der wahrscheinlich immer so guckt. Ach so, okay. Das ist einfach sein Gesicht. Okay. Dass der einfach so einen, wahrscheinlich wirklich einen schlechten Tag hatte und dich jetzt nicht so sehr misstrauisch angeguckt hat. Der Blick würdest du mal, sag dir dein Bauchgefühl. Dann ist gut. Aber trotzdem keine schlechte Idee, die Hauptstraßen zu meiden. Stimmt, nachts sowieso, ne? Ja, das wobei muss man sich halt irgendwie rechtfertigen. Eine der beiden Straßen da, ach, ich habe Hilfe, ich habe die Zeichnung gelöscht. Nein! Mein Gott. Also die Hauptfront, wo das Hauptportal ist, das ist eine große Straße, so eine Hauptstraße. Mhm. Ja, links davon, die ist schon ein bisschen kleiner und die zwischen dem Haus und dem nächsten Haus, also hier rechts davon, ich glaube, ich muss wieder zeichnen. Also hier ist eine kleine, da ist die ganz große, hier mittelgroß. Das hier ist eigentlich mehr so eine Gasse eigentlich, kann man fast sagen. Ne? Ja, ist ja nicht verkehrt. Und hinten ist auch wieder ein bisschen größer. Aber gerade die, ja, dass die der Haupteingang liegt eigentlich an so einer richtigen großen Hauptstraße. Ja, ich meine, man kann ja von unten durch die Gasse und dann zum Eingang. Man muss ja nicht über die Hauptstraße oben ankommen. Ja, ihr könnt euch auch sozusagen von hinten irgendwie anpirschen und dann, ja, das könnt ihr machen. Zumindest nicht den gleichen Weg, wie wir zum Beschatten genommen haben, falls uns doch jemand gesehen hat. Ob es jetzt ein Bediensteter war, der sich dachte, die stehen da jetzt schon ein paar Stunden oder was auch immer. Ja, ich glaube, dann packen wir unsere Sachen. Was hatten wir gesagt? Wir machen Räuberleiter, ne? Genau. Also wir müssen halt irgendwie was organisieren, sei es jetzt ein dickes Tuch oder ein Stück Leder. Genau. Über die Mauer legen können. Ja. Also ihr könnt die Sachen ohne Probleme kaufen in der Stadt. Also in Samora gibt es wenig, was man nicht kaufen kann für Geld. Und ihr müsst einfach nur sagen, was ihr haben wollt, mehr oder weniger. Solange das jetzt halt nicht irgendwelche, also wenn ihr jetzt sagen würdet, ich brauche jetzt hier ein Dietrich-Set, das ist vielleicht jetzt nicht ganz, kriegt man auch, aber da muss man halt wissen, wen man fragen muss. Und genau. Das könnte vielleicht ein bisschen kompliziert und sein. Und noch ein Messer und ganz zufällig. So eine dicke Lederhaut, eine unbehandelte vom Gerber zu kaufen oder vielleicht doch eine Wolldecke oder sowas in der Richtung ist überhaupt gar kein Problem. Ja, ich denke mal, was auch immer wir als erstes finden. Sicherheit beides. Ein dickes Stück Leder und eine schöne Decke. Mhm. Genau. Ja, sagt einfach alles, was ihr haben wollt. Eure Beutel leeren sich nur unmerklich. Also Seil kann nie schaden. Stimmt, ja. Seil ist auch immer eine gute Idee. Licht brauchen wir erstmal nicht. Ob wir jetzt noch irgendwas brauchen? Gut. Da wir ja keine richtigen Charakterbögen mehr haben, momentan,
Ihr könnt aber unter eurem Helden sonst in der Beschreibung das runterschreiben, wenn ihr Lust hättet, noch einfach Eine was da Besonderes Beschreibung. Ach so, aufzuschreiben. Genau. bei Bio und Info, Ja, ne? bei Bio, genau, könnt ihr da irgendwie noch Ausrüstung mal machen. Ich habe jetzt mal einfach bei Ajala gemacht. Ach so, Aber ich sag mal, was ihr ist so schon dabei, üblicherweise okay. habt, eure Dolche und so ein Kram und eure Waffen, das weiß ich ja alles mittlerweile. Im Grunde müsst ihr mir das auch einfach nur sagen. Aber wenn ihr jetzt was Spezielles haben wollt, ne? Weil es ist gerade eben in dem besonderen Fall, ist es vielleicht nicht schlecht, ja, dass man sich zu merken, was ihr jetzt alles habt mit dem Seil und mit der Haut. Aber wenn das nicht viel mehr wird, dann kriegen wir es, glaube ich, auch noch so hin. Ja, ich denke mal auch. Okay. Ich kann jetzt mein Charakterding nicht mehr aufmachen. Sehr gut. Was? Ja, ich habe immer nebenbei meinen Charaktersheet auf. Und das kann ich jetzt nicht mehr aufmachen. Das ist jetzt nur noch so ein kleines, weißes, Du transparentes Fältchen. kannst aber das Gleiche kannst du doch aufmachen mit deinen Attributes und Abilities und deinem Bio und Info. Ja, genau, das ist ja das Ding, was ich aufmachen wollte, was jetzt nicht mehr geht. Ich wieder No! gesperrt oder was? Ich weiß nicht, ich wollte gerade editieren, als du gesagt hast, du bist gerade schon bei Vielleicht Ajala dran. weil ich gerade drin war. Vielleicht Das kann deswegen. sein, dass er jetzt irgendwie, warte mal, kann ich dich Genau. gerade reloaden, oder? Hier reconnect. Dann müsste eigentlich Vielleicht gehen. Ich hat bin er jetzt da ein rausgegangen. Problem. Nee. Egal. Brauche ich nicht. Gar Stand nicht ja jetzt eh egal nicht viel eigentlich, drin. aber ich verstehe Naja, es ich mach jetzt doch eh dann. Burst-Makro, oder? Ja, sicher, aber trotzdem sollt ihr natürlich an euren Charakterbögen selber was ändern können, wenn ihr Ja, wollt. klar. Du hast, eben hattest du doch auch mal Attributes und Abilities auf, oder nicht? Da Ja, kamst du klar, doch ich habe drauf. das immer offen, damit ich sehe, wie viel die haben. Ja, genau. Und das geht jetzt nicht mehr. Nee. Das hat sich eben aufgehangen und jetzt ist es komplett nicht da. Schlimmstenfalls würde ich mal versuchen, aus dem Spiel kurz rauszugehen und wieder reinzukommen, wenn ich das hört, was ich Ja. verstehen könnte. Klar, Ne? Moment. Ich habe jetzt auch Oh. nochmal reconnected. Lade ich mal neu. Ja, gerade weil ihr ja eure Werte jetzt auch hier noch nicht kennt. Ne? Ich meine, im Großen und Ganzen sind die in der Range geblieben. Ne? Aber das alte 1 ist jetzt eine 3. Ne? Und so weiter im Grunde. Ja. So, mal gucken. Ah, da ist sie wieder. Ja, Ey. dann ist ja gut. Sehr schön. Alles klar, dann schreibe ich mal eben weiter. Was hatten wir gesagt? Ein Seil, eine Decke und ein Stück Leder. Ja, wobei die Decke war ja mehr von mir so. Ja. Eigentlich hatte Flo ja vorgeschlagen. Ja, schreib du die auf. Ich nehme das Leder und du die Decke. Okay, machen wir so. Weil man Brauchen wir könnte sonst natürlich auch irgendwas? Leder und Decke machen. Das ist dann noch angenehmer, wenn man über die Scherben. Genau. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. So, jetzt lädt es auch ordentlich. Sehr schön. So. Alles klar. Brauchen wir sonst irgendwas? Ich breche so selten ein. Schwierig. Ja, das wundert mich eigentlich. Ja. Während Nee, ihr übrigens sonst. eure Einkäufe macht, seht ihr die etwas weiter entfernt die Sänfte von Lady Lucretia Oh durch je. die Gegend wanken. Hat Superteil die auch schon gesehen? Ich glaube ja. Scheiße. Lass jetzt mal Flo überlasse das mal Flo, wie er jetzt darauf reagiert. Ob er das dem Schicksal überlassen möchtest, ob du jetzt gleich hinrennst oder ob du selber die Entscheidung triffst. Nein, ich werde auf jeden Fall nicht hinrennen. Ich meine, ich habe die ja jetzt so ein bisschen kennengelernt im letzten Abend. Ja, wir haben ja auch noch was zu tun in dieser Stadt und wir werden nicht morgen gleich wieder unsere Zelte abbrechen. Von daher, der hat es jetzt auch nicht so Ja. eilig. Wie war denn nochmal der letzte Status? Hatten wir am Ende uns darauf geeinigt, dass du doch offiziell leicht verliebt bist oder sind das nur böse Gerüchte gewesen? Och. Von Ajala gestreut. Ich glaube, der hat sich so ein bisschen verguckt, ja, aber jetzt nicht Ja, so. okay, dann hast du jetzt Pech Nicht gehabt. Dann alles musst du jetzt eine Willenskraftprobe machen. Aber gut. ich genehmige dir einen Bonus noch darauf, weil du gesagt hast, ich habe hier das Business zu tun. Und jetzt muss ich mal gucken. Das heißt, die Schwierigkeit ist auch nur eine 3 dafür. Solltest du eigentlich locker schaffen. Du kriegst du mal einen Bonus von plus 1 nochmal. Sollte eigentlich, ist immer gut. Aber wo die Liebe hinfällt manchmal. Nicht schlecht. Ja, doch, also locker geschafft. Du hättest ja noch einen Bonus. Oder hast du ihn schon mit eingerechnet wahrscheinlich, ne? Genau.
Plus 1 genau, eingereichen. super, ja. Genau, dafür ist das Makro, ja, da kann man eingeben. Ja, hast du also doch, ja, nicht super souverän, aber deutlich geschafft, ja. Mhm. Ich kann dem Drang widerstehen und lass die halt ziehen und finde so, genau. Interessant, dass die hier auch auftaucht. Ja. Scheint ja bestimmt das auch, ist es in der Nähe, wo die wohnt eigentlich? Ja, oder? Also, wir waren ja... Naja, nicht direkt. Ihr seid jetzt eigentlich so eher wieder im Handwerksdistrikt, wo viele Händler und Läden sind und ein Tanga meint, ach, das ist die, geht bestimmt Schuhe kaufen. Vielleicht sucht sie auch Subutai. Sie weiß ja nicht, wo wir untergekommen sind. Stell mich doch mal vor, sagt ein Tanga hier. Ah, ich denke, jetzt wird uns schon noch Gelegenheit bieten, aber nicht jetzt. Ja, okay, gut. Frauen soll man beim Einkaufen nicht stören, sagt ein Tanga. Das, so viel habe ich gelernt mit den Frauen, die ich kennengelernt habe. Außer Ajala natürlich. Natürlich. Mit Ajala kann man gut einkaufen. Stimmt, wir waren ja zusammen einkaufen schon mal. Parfüm für mich ausgewählt. Da habe ich ja einiges gestern verpasst. Aber der Wein war wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also, wenn du möchtest, insofern, kaufe ich dir auch gerne Parfüm. Besser für dich. Naja, wenn wir alle Besorgungen gemacht haben, können wir ja nochmal in unser Hauptquartier zurück und irgendwie was essen, trinken, so. Ist ja auch schon Mittag. Ja, ist schon so 2 Uhr vielleicht. Ein Dreh rum. Die Taverne ist jetzt sehr leer. Der Wirt ist ausnahmsweise mal nicht hinterm Tresen, sondern eine Bedienung, die ich euch aber freundlich zulächelt und Oh, war das die vom ersten Mal? Nee, das war nicht die Dame vom horizontalen Gewerbe. Achso, ich wollte schon sagen, die sich so an, war das Subutai reingemacht hat oder im Tanga? An im Tanga, glaube ich. Das ist die falsche. Ich suche gerade, ob ich ein schönes Bild für euch habe. Das war tatsächlich eher eine Dirne, glaube ich. Und ja, das war eine Dirne. Sie war auf jeden Fall sehr schnell auf dem Schoß, ja. Ja. Ist aber auch fürs Spiel nicht so wirklich entscheidend. Deswegen lasse ich das jetzt mal mit dem Token. Ich kann eins rausrufen, wenn ihr gerne möchtet, aber die hat jetzt eigentlich nichts. Nur, dass sie, die kennt euch schon. Sorry, Flo. Nö, mach weiter. Nee, die kennt euch schon und unsere Gäste und ihr seid sicher hungrig, wollt ihr vielleicht etwas essen? Oh ja, sehr gerne. Ja, dann listet ihr da auf, was es alles Gutes zu essen gibt und die Auswahl ist nicht allzu groß und ich hoffe, ihr habt keine so sehr hohen kulinarischen Ansprüche, aber es dürfte für jeden was dabei sein, zumindest, ja. Ja, keine besonderen Speisegebote, also mit ein paar Eidechsen wird er sich schon begnügen, der Subutai. Naja, die Eidechsen, die musst du schon auf der Straße kaufen, die kann sie leider nicht dienen, aber... Aber tatsächlich haben sie wohl auch irgendwie ein bisschen Hammel im Angebot und das kennst du ja zumindest auch. Ja. Insofern könnt ihr da euren Hunger stillen, was trinken. Ja, sodass ihr jetzt frisch seid für eure weiteren Pläne. Das ist gut. Ich glaube, haben wir noch irgendwas vorher vor, bevor wir uns aufmachen? Das wäre ja dann auch schon am Abend, ne? Erst wenn es dunkel ist. Genau, ja. Ja, wie gesagt, also das Einzige, was mir einfiele, wäre nochmals das zu verfolgen, was ich vorhin angedacht hatte. Ob wir einen Diener zu seinem Händler führen können oder verfolgen können, um rauszufinden, bei wem halt eingekauft wird. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Das wäre halt ein Plan B, damit wir uns als Diener eines Händlers XY auch. Ja gut, Plan B wäre ja, wenn Plan A nicht funktioniert und Plan A ist schon in der Nacht. Ich glaube, in der Nacht kannst du dann auch als Händler, dann müssten wir dann schon am nächsten Tag machen. Das ist richtig, aber so schon mal auskundschaften, den Rest des Tages quasi nutzen. Ja. Weil sonst würden wir jetzt nur rumgammeln, denke ich. Das stimmt. Nee, ich meine, kann man grundsätzlich machen, klar. Ja, weiß ich nicht, ob es sich überhaupt ergibt, aber
Es kann ja auch sein, dass das alles Bedienstete des Hauses sind, der Villa, die halt immer irgendwo rausgehen, bei irgendeinem Händler kaufen und dann in der Villa selber auch dann wohnen oder sich aufhalten, ne? Dass es gar nicht ein externer Händler ist, der seine Leute schickt. So von daher. Ich glaube sogar, dass es Ersteres sein wird. Weil den einen, den wir gesehen hat, der es gesehen haben, der ist ja auch rausgegangen und kam wieder zurück und kam dann nicht mehr raus. Genau, ja. Insofern wäre das vielleicht dann auch doch nicht so sinnvoll. Oder sprechen. Ja, was anderes fällt mir gerade nicht ein, wie wir unseren Nachmittag, also beten will ich bestimmt nicht zu irgendwelchen komischen Stadtgötzen hier. Nicht mal zu Affen? Wollte ich sagen, könntest du mal beim Hanuman-Tempel mal um Vergebung. Aber das ist echt gemein, obwohl du... Steht der noch oder haben wir den schon abgerannt? Gar nicht mehr, aber du hast halt mehr Gewissensbisse als die anderen. Ne? Irgendwie tun wir mal so, als wenn du das alleine Das war im Tanga. Das haben wir letztes Mal festgestellt. Ein bisschen mehr angelastet, lustigerweise. Ja, weil du das schlechte Gewissen hattest und der Affengott dich besonders böse nochmal in Flammen angeguckt hat. Das ist richtig. So empfindet Subotai das zumindest anscheinend, ne? Oder? Ja, total. Ja, ein bisschen aber deutlich. Genau. Mhm. Ja, ihr könnt euch einfach nochmal ausruhen und sagt einfach Bescheid, wenn ihr losgehen wollt. Klamotten besorgen, das wollten wir doch auch noch. Nochmal was besorgen? Noch einen neuen Satz Klamotten besorgen. Stimmt, wir können nochmal shoppen gehen. Ja, wir haben nichts Besseres zu tun. Ist richtig, ist den ganzen Tag shoppen. Vielleicht laufen wir da Lady Lucrezia. Oh Gott, bitte nicht. Deswegen. Ja. Ich weiß nicht, wie ausgiebig deren Shoppingbummel ausfällt. Ja. Ja, wollt ihr den gleichen Händler wieder aufsuchen oder sucht ihr euch einen anderen? Ich glaube lieber einen anderen, oder? Ja. Unbedingt einen anderen. Neue Auswahl. Ein neues Gesicht. Okay, ja. Der guckt dann, als ihr seinen Laden und in welcher Kategorie, so einfache Qualität, also ordentlich oder so luxuriös? Ich glaube luxuriös. Ich weiß ich gar nicht. Also klar, gerne. Luxuriös fällt mir gerade ein, dann müsstet ihr wahrscheinlich eher einen Schneider richtig suchen. Ah, okay. Genau. Ne? Dann müsst ihr zu einem Schneider gehen und euch Sachen auf Maß anfertigen lassen. Genau. Ja, je nachdem, wie lange das dauert, wäre das schon interessant. Also eben so im Hinterkopf hat Subotai natürlich trotzdem noch, dass er vielleicht irgendwann der Dame nochmal unter die Augen kommt, und dann wäre natürlich nicht schlecht, wenn er sich auch ein bisschen rausgeputzt noch irgendwie geben könnte. Ja, wie ihr wollt. Also einen Schneider zu finden, ist auch nicht so schwierig in der Stadt. Da gibt es auch mehr als einen. Und ja, auch mehr natürlich, ja, die Schneider, die arbeiten schon immer eher für die etwas Betuchteren ab Handwerkerklasse aufwärts. Aber da halt einen zu finden, dürfte kein Problem sein. Mhm. Wenn ihr euch ein bisschen umhört. Also dann findet ihr einen, wenn ihr wollt. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne irgendwas, wie sage ich schön, was Aufreizenderes holen. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ich jetzt immer die ganze Zeit darüber gedacht habe, wie wir in das Haus reinkommen. Wenn wir mal wieder irgendwen um die Ecke bringen müssten, ist das vielleicht ein einfacherer Weg reinzukommen, dass man sich verabredet irgendwo und dann reingelassen wird quasi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Als Männer verstehen wir genau, was du meinst. Sehr gut. Ne, dass quasi im Tanga und Subotai meine Wachen sind und ich quasi, ne? Ah, die Lady Ajala in ihrer Sänfte. Genau. Und wie so ein besseres Ticket in ein Haus oder wo auch immer hinkriegen, als einbrechen. Mhm. Ja gut, ihr fragt euch also so ein bisschen durch und kommt dann, findet dann auch ein Schneider mit einem aufwendig, sehr luxuriös ausgestatteten Atelier, wo ihr euch auf angenehme, große Seidenkissen setzen könnt, falls ihr denn warten müsstet. Aber es kommt also gleich ein etwas jüngerer Mann, auch in edler Kleidung. Seid gegrüßt, werte Gäste. Möchtet ihr etwas trinken, euch erfrischen? Womit kann ich euch zu Diensten sein? Dann kommt dann so ein Diener von der Seite mit so einem Tablett mit Zitronenwasser und bietet euch was an und könnt ihr was von nehmen, während der Angestellte eure Beratung vornimmt. Oh. Ja. Ganz was Feines. Ja. wir suchen Kleidung.
Der guckt etwas Klar, ne? selbstverständlich. Könnte irgendwie etwas genauer sein, edle Dame. Wir suchen ein wenig alltägliche Kleidung, aber auch was Spezielles. Ich weiß nicht, suchten die anderen irgendwas Spezielles oder wollt ihr auch einfach nur normale Alltagskleidung, nur halt was anderes? Wie gesagt, ich will schon was Edleres mir zuschneidern lassen, womit ich in gehobener Gesellschaft mich. Ja, dann wäre das ja schon mal das für ihn. Ich weiß nicht, was mit dem Tanga angeht, ob der da irgendwie ein Ziel hätte, aber Ja, ein Tanga kriegt auch irgendwas ja, Schönes. was Nettes. Neues Rüschenhemd. Oh Gott. Dürft ihr jetzt nicht irgendwelche gemeinen Sachen hier antun, weil er sich nicht wehren kann, der Rainer, wenn er dann doch nächstes Mal wieder dabei ist und auf einmal hier ein Tütü durch sein Rohr läuft oder so. Ja, und wenn du dann das Recap machst, dann ja, der im Tanga in seinem rosa Höschen und, ne? Oh Gott, der Arme. Ja, aber der Genau. könnte natürlich auch gut zu dir passen, ne? Also so als Sklave, den, vielleicht noch so einen großen Fächer, dann alle Oh Stereotypen ja. hier und bösen Sachen. Ja. Genau, Ja, was fürs vielleicht Auge. kannst du Sklaven einkleiden. Das wäre doch eine ganz Klischee. Das geht auch, ja. Aber ich Nein, glaube, da vielleicht sind wir vielleicht im falschen Laden, oder? was den Sklaven einzukleiden, Ja. wenn du Wenn den wir auch auch als wollen, Edel dass er einschätzen aussieht wie möchtest. ein Sklave, dann sind wir vielleicht Der kann ja hier. aus wie ein, kann ja wie, aus wie ein, wie ein edler Sklave Ach so, ja, aussehen, stimmt, irgendwie. ja. Ja. Vielleicht. In Zamora gibt es Blind. alles. Ja. Also, Das da ist doch gibt eine es. Idee. Wir drücken ihm das einfach mal auf, oder? Ich meine, er muss es ja nicht tragen oder so, aber ich finde es gar nicht schlecht gerade. Genau, wir schenken ihm das und er kann sich's ins Inventar schreiben und anwenden oder auch nicht. Wir werden ihn schon dazu kriegen. Ganz persönlich. Das finde ich jetzt sehr lieb von euch, wirklich. Sehr Sklave mit aufmerksam. den angefeilten Zähnen. Ja. Ja, bevor es so richtig losgeht, druckst dann der Typ, der euch bedient, noch so ein bisschen rum und sagt: Ja, ich höre, ihr seid von außerhalb, werte Gäste, werte Kunden. Ihr wisst vielleicht, dass wir zu den exquisitesten Schneidern von ganz Shadizar gehören. Deswegen sind wir hier. Also, euch wird eigentlich klar, dass der so drauf anspielt. Habt ihr denn auch die Knete, um das zu bezahlen? Ich würde mein Säckchen mit Gold so vorhalten, ein bisschen klimpern. Wir haben genug davon, wenn ihr das meint. Ah, ja, aber na ja, selbstverständlich. Aber natürlich. Und nach dem Motto: Ich habe doch nie was gesagt. Fängt ihr dann Natürlich also an, nicht. euch so weiter zu scharwenzeln und ja, dann, womit wollt ihr denn anfangen, mit welchem Kleidungsstück, das ihr jetzt designen wollt? Also. Ja, ich würde bei Subutai anfangen, ehrlich gesagt, weil der da ein gutes Bild von sich hatte, glaube ich, ne? Mit was Edlem für eine bestimmte Dame. Ich wünsche mir eine etwas edlere Kleidung, mit der man sich, wie gesagt, in gehobener Gesellschaft präsentieren kann. Die darf gerne ein bisschen an meine Kultur angelehnt sein, so vom Schnitt und der Passform her. Aber er soll ruhig auch ja, ein bisschen protziger daherkommen als irgendwelche normalen Hyrkania-Kluft, ne? Und er hat auch noch einen Spezialwunsch, der Subotai. Und zwar sagt er: Ich hab meinen Hut. Könnt ihr vielleicht eine Art Innentasche ins Futter nähen? Damit ich da etwas verbergen kann. Welchen Hut meinst du jetzt, deinen Helm, den du auf deinem Token hast, oder den neuen Turban, den du gekauft hast? Stimmt, ich habe jetzt noch einen neuen Turban. Ich meine, da Ja, kann man es sicherlich auch mehr machen, oder? genau, beim Turban vielleicht so eine Art Geheimversteck reinschneidern könnte. Ja, gar kein Problem. Da sind wir sehr erfahren in diesen Sachen auch. Und absolut diskret natürlich auch. Ich mag den. Also letztens habe ich was ganz Ähnliches für einen Kunden gemacht. Wer war das nochmal? Ach, fällt mir jetzt nicht ein. Naja. Wie groß soll denn Absolut das Ganze? diskret. Ja, Genau. genau. Ja,
Aber er hat den Namen nicht gesagt. Immerhin. Ja, was schwebt dir denn da vor? Aber jetzt nicht den gleichen Dolch, das passt nicht. Aber für die Fionen oder wofür meinst du? Oder? Ja, genau. Ja, klar. Das ist gar kein Problem, da sowas zu machen mit irgendwie noch ein Knöpfchen dran. Das hört sich oder super halt, an. Oder halt einfach so, dass man ein bisschen fummeln muss, damit man es rauskriegt, aber... Na, dann beschreibe ich jetzt halt eben die Größe und die genaue Stelle im Inneren des, wo ich das mir vorstelle. Mhm. Wird gemacht. Gar kein Problem. Sehr schön. Und ansonsten, ja, irgendwie denke ich immer noch so Pluderhosen oder wie die heißen. Es sei denn, du möchtest was anderes, noch feierlicheres, so mehr als Kaftan. Eher sowas, was meiner jetzigen Kleidung ähnelt, aber so Richtung Gehrock dann vielleicht eher. Mhm. Ja, und klar, also genau, und dann noch so ein Kurzmantel darüber mit feinen Stickereien so ein bisschen. Ja. Notfalls eine kleinere Waffe verbergen können. Ja, genau, auf jeden Fall. Also so ein langer Dolch auf jeden Fall. Vielleicht jetzt nicht gerade den so ein Krummsäbel. Wenn ihr noch irgendwelche Waffen euch besorgen wollt, ist das natürlich auch kein Problem grundsätzlich. Ne? Also wenn ihr meint, neben dem kleinen Dolch doch nochmal so einen etwas längeren oder irgendwelche Klamotten, ja, was weiß ich, Wurfsterne. Ja, wäre extrem cool wahrscheinlich, so Wurfsterne bei Subotai, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen overpowered, dass er jetzt plötzlich irgendwie noch mit irgendwelchen Wurfwaffen auftrumpft. Für mich reichen seine Standardwaffen. Ja, also ich denke mal, das könnte man ja auch so spielen, dass er sich die kauft, aber er muss ja jetzt nicht so gleich damit so gut umgehen können wie mit dem Bogen. Ne? Mhm. Also du könntest durchaus dir sowas holen, du kannst das nehmen, aber du wirst halt einfach noch nicht so gut darin sein. Ne? Na dann. Du könntest dich da auch ein bisschen, also wenn du da Bock drauf hast, warum nicht? Habe ich grundsätzlich schon, ja. Dann können wir das noch ein bisschen... Aber du darfst ja auch leider deinen Bogen jetzt überhaupt nicht hier. Das ist ja sehr auffällig jetzt mit dem Bogen hier die ganze Zeit in der Stadt, ne? Neues Waffentalent irgendwie auf Dauer anlegen müssen. Doch. Dann ja, gut, grundsätzlich machen wir das ja alles über Fernkampf, aber ich würde mir schon halt jetzt auch im Hinterkopf behalten, dass du eben mit der Waffe noch nicht so gut abgeübt bist, dass du da momentan noch einen Abzug bekommst halt immer. Ne? Zumindest jetzt so für ein, zwei Sessions. Ja, und dann kannst du es irgendwann, und dann könntest du auch irgendwann spezielle Stunts damit lernen. Ne? Ja. Wenn du Bock hast. Also können alles machen, worauf ihr Lust habt. Ja, das machen wir aber erstmal hier den Einkauf zu Ende und dann musst du gucken, ob du sowas noch findest, weil das vielleicht doch ein bisschen spezieller. Ob das dann für heute Abend noch klappt, da müssen wir mal sehen. Ja, aber Subotai kriegt dann genau das, was er gerne möchte. So verspricht ihm das zumindest der Verkäufer. also ihr könnt das nicht gleich mitnehmen. Also es soll bis, je nachdem, normalerweise übermorgen, aber... Ihr könnt euch natürlich denken, wenn er da irgendwie nur einen kleinen Aufschlag zahlt, dann ist da auch noch mehr möglich. Ich weiß nicht. Ja gut, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt commissioned haben, ne? Echt eine schöne Leistung für so tolle Kleidung. Wir sind 3 Leute und ich glaube, jeder wollte einmal Alltagskleidung und einmal dann halt sein Fancy-Zeug. Also sind schon mal 6. Ja, also ihr werdet wirklich eure Kohle ungefähr so los, dass ihr vielleicht noch ein paar Tage danach Essen und Trinken und Unterkunft bezahlen könnt, sage ich mal. Vielleicht für ungefähr eine runde Woche. Aber also da geht ungefähr von jedem jetzt die Hälfte weg von dem Gold. Und ein bisschen habt ihr ja schon so ausgegeben für Klamotten und Essen und Trinken für die Herberge und jetzt eure paar Einkäufe, wobei das nicht der Rede wert, aber das ist schon richtig teuer hier. Ne? Das merkt ihr auch. Ne? Ja, das ist uns nicht zu schade, denke ich. Aber dafür habt ihr auch richtig Sachen... womit ihr als Reiche durchgehen könnt, letztendlich, wenn ihr euch noch entsprechend verhaltet, einigermaßen. Ja, tun wir, absolut. So, jetzt kommen wir zur Reizwäsche von... ja, im Endeffekt, ne? musst du sagen, nein, ganz sowas sollte doch irgendwas mit tiefen Ausschnitt. Genau, also ich habe mir überlegt, oberteilmäßig sollte bauchfrei sein. Sonst bin ich da jetzt nicht, es sollte blickdicht sein, soweit schon mal da, klar, aber da bin ich jetzt nicht so spezifisch. Untenrum wäre mir wichtig, dass es weiter sitzt, damit ich, das kann ich ihm auch sagen, so einen kleinen Dolch verstecken kann, weil sie wissen, Damen ist es schon mal gefährlich,
wenn man allein unterwegs ist. Und genau, das wären so meine einzigen Anhaltspunkte. Also wirklich weit untenrum und baufrei. Dass es ein bisschen tänzerisch aussieht. Also ich will so ein bisschen als vielleicht Tänzerin durchgehen, ja. Ja, der möchte dir aber doch unbedingt einen Stoff da noch ans Herz legen. Aber wir haben da einen so, bring doch mal den neuen Stoff da. Seht doch hier, Hauch von nichts. Und er ist auch gar nicht so ganz durchsichtig. So ein bisschen. Kannst du nur erahnen. Und ja, also ich sag mal, da doch noch so ein bisschen so ein Bein durchschimmert oder sowas in der Richtung. Aber es ist alles noch so dezent, aber ist vielleicht nicht ganz so blickdicht. Möchte er dir gerne andrehen, aber... Nein, danke. Nein, danke. Ja, da könnte man ja auch den Dolch vielleicht untersehen. Eben, ja, das ist mein Problem. Ja. Wenn ich jetzt den Dolch nicht hätte, wäre mir das an den Beinen egal, aber... Es ist mir so mit durchgegangen und dann scheucht er den wieder so... ich weiß nicht, ist Schleier ein Ding? Sonst vielleicht noch so ein Gesichtsschleier. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Ja, das tragen viele Frauen hier. Hat ja auch Lady Lucrezia. Ja, kannst du auch haben. Stimmt, genau. Das würde ich auch noch nehmen, ja. Ja, genau. Das ist zwar nicht unbedingt ein absolutes Muss für viele Frauen. Manche machen das halt auch ein bisschen so inkognito eher zu bleiben. Mhm. Und das war wohl früher mal die Frau von Anstand, die setzt sich den Schleier auf, wenn sie aus dem Haus geht. Gerade eine reiche Frau, damit der Pöbel sie nicht so sehen kann. Aber ja, das wird manchmal auch ein bisschen locker gesehen. Das ist mehr so eigentlich eine modische Sache geworden hier. Ja, also ich denke mal, wenn man sowieso so ein bisschen nach einer Tänzerin oder sowas aussieht, dann geht das vielleicht auch eher durch. Ja. Ja, also ihr werdet natürlich auch alle vermessen dafür nochmal. Da kommen dann nochmal so zwei weitere, noch niedere Diener, Schneider vorbei und nehmen da Maß bei euch überall. Ihr werdet da richtig so umwuselt. Und Gebauchpinsel die ganze Zeit. ständig gibt es Nachschub an Zitronenwasser und Datteln und Oliven und so kleinen Snacks werden auch immer wieder zwischendurch gereicht. Ist das Geld auf jeden Fall wert? Ja, also das ist schon hier der Luxusladen, auf jeden Fall. Ja. Und ja, der sagt, das wäre dann übermorgen fertig. Okay, wir kommen dann übermorgen ungefähr um die gleiche Zeit wieder hierher. Ja, der bittet dann noch, sagt dann noch, bei uns ist es üblich, dass die Hälfte angezahlt wird. Okay. Na gut, ist ja ein guter Laden. Würde ich machen, ja. Ja, ihr wollt auch nicht feilschen anscheinend. Ihr feilscht nicht so gerne. Muss auch nicht ich sein. Ich bin halt echt nicht so der Falscher, nee. Okay, ja. Dann habe ich mir das vermerkt im Hinterkopf, dass sich eure Goldbeutel deutlich leeren. Aber wie gesagt, es sollte auch noch ein bisschen Geld da sein für Wurfsterne und für die zweite Rate und noch für ein bisschen Essen und Trinken und Unterkunft. Ja, mit unendlich vielen Verbeugungen und Danke, ja, Dankeschön verabschiedet er euch und begleitet er euch aus dem Laden raus. Und es ist jetzt später Nachmittag. Und ihr könnt, ja. Ich glaube, Subotai wollte noch auf die Suche gehen, oder? Machst du das ein andermal? Meinst du jetzt nach Lady Lucrezia oder nach Wurfsternen? Nach Wurfsternen oder sowas in der Richtung? Klar. Und wenn wir noch vorbeikommen, wo es sowas geben könnte, würde ich da reinschauen wollen. Ja, so direkt. Also ihr kommt an einigen Waffenschmieden vorbei. Auch einen Bogenmacher, aber bei der Ware, die da ausliegt, seht ihr jetzt so nichts. Frage ich, ob man sowas auf Wunsch anfertigen lassen kann oder ob sie jemanden, einen anderen Händler kennt. Sowas vielleicht sollte ich nochmal die Zusatzinfo geben. Also Ajala, falls ich mit Ajala darüber unterhalten würde, das könnte die dir sagen, also dass so Wurfstände eigentlich die typischen Meuchelmörder-Assassinen-Waffen sind in den meisten Kulturen. So geächtet, weil man die noch besser verstecken kann als Wurfdolche und jeder anständige Waffenschmied eigentlich sowas nicht im Sortiment führt und auch bei den meisten Autoritäten sowas nicht so gern gesehen wird. Also das ist sowas schon ein bisschen was wie fast so wie eine gebannte Waffe sozusagen, so ein bisschen. Kannst ja gleich nach Drogen fragen. Ja.
Muss halt nicht wissen, wie man fragt. Genau. Ja, dann vielleicht weniger offen, sondern vielleicht irgendwie mal unterm Tisch irgendwo oder ich weiß nicht, ob man dann vielleicht erstmal in den Laden geht und die Händler so ein bisschen abtastet, was das für Leute sind. Ja, dann solltet ihr das vielleicht mal, wollt ihr da irgendwie mal mit Charisma würfeln, wenn ihr jemanden anspricht? Ein Tanga hat doch ganz viel Charisma. Wie bitte? Ein Tanga hat doch ganz viel Charisma. Ein Tanga wollt ihr jetzt vorschicken, damit... Ein Tanga, mach mal und so nach vorne schieben. Das könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ja, also dann. Ich glaube, Supertay und ich waren ähnlich charismatisch und das war gar nicht. Ihr seid jetzt beide nur durchschnittlich charismatisch. Oder ich glaube, Supertay ist ein bisschen... Also ich habe zwei. Ein bisschen unterschiedlich, aber ich habe dir mal, glaube ich, ein durchschnittliches Charisma gegeben. Ich habe Charisma von zwei. Wird halt zum Teil durch dein gutes Aussehen noch ausgeglichen, habe ich mir gedacht. Ja, ich meine, wenn sechs das Beste ist und eins das Schlechteste, dann ist halt zwei auch nicht gut. Nee, so. Nee, zwei ist wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, wie sieht es auch bei Subutai? Subutai hat auch zwei oder drei, ich bin mir jetzt nicht sicher. Mhm. Das könnt ihr auch alles nur ändern, wie ihr wollt. Ja, nee, ich finde das ganz, ganz passend so. Aber ja. Ich habe drei bei Charisma. Ja, ich dachte aber auch, dein Charakter hat ja auch ein bisschen Entwicklung gemacht, Flo. Weil du musst ja doch ab und zu jetzt mal was sagen, ne? Hm. Und auf Lady Lucrezia ist sie sehr charismatisch. Wenn du da kommunizierst, das zeigt doch schon, dass du da eine Entwicklung durchmachst. Und deswegen habe ich gedacht, gebe ich dir mal eine 3. Der gesellschaftliche Abend von gestern Nacht, der hat das bestimmt ja, auch. Ja, genau. Allein schon mit Lady Lucrezia hast du den Punkt total verdient gehabt, finde ich auch. Du kannst ja immer noch bockig und unsympathisch sein, wenn du möchtest. Das verbietet dir keiner. Das ist kein Problem nach unten immer. Ja, nach unten ist immer ausbaufähig. Aber stimmt, Tanga hat, glaube ich, 5, habe ich dem wirklich gegeben. Also er hatte auf jeden Fall den als Max Stuttgart vorher. Okay, so, dann würfel ich jetzt mal offen. Wo soll der Tanga jetzt mal nach dem, beim Schmied oder wen könntet ihr da fragen? Was meint ihr? Wo wollt ihr den hinschicken? Oder irgendwelche anderen Ideen. Oder einfach irgendjemand auf der Straße sozusagen. Habt ihr da irgendwie eine Strategie? Ich weiß nicht. Hat man da irgendwann so ein Auge für? Bestimmt, ne? So, wer so Zeug vertickt. Ja, du vielleicht eher als Subutai, ja. Wer jetzt nicht so ein Stadtkind ist. Ich weiß nicht, wo habe ich denn meine Wurfdolche gekauft? Sonst könnte man da nachgehen. Du kannst dann würfel mal auf Wissen oder Scharfsinn mit einem Bonus von +1. Dann braucht ihr euch nicht weiter, wenn ihr mindestens eine 3 habt. Dann brauchst du euch nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Ich 3, Scharfsinn 4. Dann nehme ich lieber Scharfsinn mit +1. Der Scharfsinn könnte sogar auch... Ja, gut. man könnte vorsichtig bei Schmieden nachfragen. Natürlich ein bisschen gefährlich, aber hier in Shadizar, wo alle so korrupt sind, vielleicht nicht ganz so gefährlich. Wenn man weiß, wo sich Diebe und düstere Elemente rumtreiben, wäre das natürlich auch eine gute Anlaufstelle. Mhm. Mit Bestechungsgeldern lässt sich auch immer was machen, natürlich. Ne? Und das kommt halt drauf an, wie teuer die sind. Sachen, ne? Ja. Weil wir haben ja jetzt auch schon gut was dagelassen. Mhm. Mir ist noch eine andere Sache eingefallen. Ja. Es gab doch diese Straßenjungs, denen wir begegnet sind. Ja, genau. Die können auch fragen, das ist durchaus. Also so, die kriegen auch einiges mit immer, ja. Wir könnten die vielleicht anheuern und fragen, ob die uns das besorgen können oder zumindest wissen, wo. Mhm. Ja. Also ich würde denen jetzt nicht anvertrauen, das Geld zu geben und die sollen uns was kaufen. So weit traue ich denen ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ja, aber die waren ja auch große Fans von euch. Ja, und, trotzdem. die freuen sich also total. Ihr findet die tatsächlich wieder an dem Brunnen. Und die erkennen euch nicht sofort, weil ich glaube, letztes Mal hattet ihr euch ja noch keine neuen Klamotten gekauft. Stimmt, ja. Ja. Und aber dann halt auf den zweiten Blick, als ihr dann so auf die zugeht, freuen sich natürlich total und nebenan viel so Smalltalk, wie gefällt es euch denn hier und was macht ihr gerade? Als ihr die dann fragt, sagen die euch dann auch, ja, tatsächlich, okay, ich kenne da so jemanden, der kennt vielleicht jemanden und den könnte ich mal fragen. Hm. Muss ich mal schauen, weil ich ihn das nächste Mal sehe. Mach ich gerne, aber ja. Wir sind in 2 Tagen nochmal hier in der Gegend bei den Händlern. Vielleicht können wir uns dann nochmal treffen. Ne, wir sind ja, um die Klamotten abzuholen. Bei diesem teuren Händler wart ihr Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, das war bestimmt euer Preisgeld aus der Arena oder so. Richtig, ja.
Oh, Wahnsinn, ja. Die gucken sich so an. Manometer. Ja, ansonsten haben die jetzt nicht viel so Produktives zu erzählen, aber der eine macht sich eigentlich gleich vom Acker und will sofort sehen, dass er diesen Typ da auftreibt, der da vielleicht jemanden kennt. Also sind da durchaus sehr motiviert, euch da zu Diensten zu Das ist sein. gut. Ja, dann Ja, haben wir nur noch macht er jetzt? unseren Einbruch vor uns, oder? Ich meine, die Waffen müssen wir jetzt warten, bis die Jungs wieder da sind. Ihr Quasi in hättet den 2 natürlich auch Tagen. noch woanders. Wenn euch das zu langsam dauert, könnt ihr natürlich immer noch einen Tanker zu irgendeinem Händler schicken und versuchen, ob Ja, der gut. was unterm Tisch liegen hat. Sollen wir das mal machen nochmal? Mein Testen kann man es, aber. Das natürlich, ja. Mit oder ohne Trinkgeld? Gibt er da was, spendet Subutai ein bisschen Trinkgeld, was er dem Ist das rüberschippt, dem Tank? ein männlicher oder ein weiblicher Verkäufer? Männlicher. Schade. Dann ja, würde ich Ja, aber sagen. wenn. Ach so. Ja, Da sonst, könnte ja ja gut, sonst vielleicht noch sind mal da ein Männer anderer natürlich auch Schaman gut so, ne? arm, aber gut. Also im Tanga mit seinem besten Zahnpasta-Lächeln wieder macht so ein bisschen Smalltalk. Ah, oh, es sind aber schöne Waffen, die ihr habt und bla bla bla. Schiebt dann so ganz unauffällig eine Goldmünze rüber und flüstert dann leise dem Schmied was zu. Ja, und der Schmied runzelt so ein bisschen die Stirn und guckt sich dann so um und geht mit dem Tanga so nach hinten in den Laden rein. Und wollt ihr da irgendwie mitkommen, ihr anderen, oder lasst ihr den Tanga alleine machen? Nee, alleine ist, glaube ich, gut. Man muss uns nicht immer zusammen sehen. Ja. Okay. Dann seht ihr die noch miteinander so ein bisschen gestikulieren und reden, fast so wie streiten. Mal sehen. Uiuiuiui. Er ist sehr charismatisch. Den Tanga ist aber sehr, hat gerade noch einen guten Preis für dich herausgehandelt, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ihr seht, wie Goldmünzen den Besitzer wechseln und ein kleines Tuchpaket auch den Besitzer wechselt. Und dann kommt Tanga wieder mit seinem breiten Grinsen rausgestapft und drückt dir dieses Tuchbündel in die Hand, wo sich drei Wurfsterne drin befinden und auch deinen Geldbeutel, der jetzt allerdings, ja, unmerklich leichter geworden ist. Aber ganz so billig war es trotzdem nicht. Ja, und du bist jetzt stolzer Besitzer von drei Wurfsternen. Yay. Na, da freut er sich natürlich. Aber ich würde die nicht sofort auspacken, sondern dann erst irgendwie, wenn wir auf dem Zimmer sind. Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt direkt testen. Gleich auf der Straße weg. Ii. Vor Eine allem, für wer mich. weiß, wen du triffst. Ich weiß nicht, wie gut du wirfst. Einer für mich. Ja, schön, dann haben wir das. Ja, wo geht ihr Cool. jetzt hin? Also Wieder der zurück. Abend hat, aber Bitte, bitte. Entschuldigung. Wieder zurück in die Herberge, um uns auf unsere nächtliche Aktion vorzubereiten. Ja, ich glaube, Okay. das klingt gut. In der Herberge ist immer noch nicht so sehr viel los in der Taverne. Allerdings ist jetzt hier der Maldis wieder hinter der Theke. Außer einem kurzen Blick reagiert er wieder nicht auf euch, hat also anscheinend keine Nachrichten. Kann ja Ja. nur gut sein. Wollt ihr auf euer Zimmer oder esst ihr noch was? Ja, ich Oder hatte wartet ihr gegessen, jetzt hat man, einfach? ne? Sonst würde ich einfach sagen, gehen wir aufs Zimmer, packen unsere Sachen, gehen vielleicht noch mal grob durch, was wir vorhaben oder was uns erwarten könnte. Ja. Ich meine, es wird ja in den Garten kommen, ist ja das eine, aber wir müssen ja auch noch in das Haus kommen. Ja, machen wir vor Ort, wie gut das läuft.
Also genau, ihr wollt jetzt doch keinen Riesenplan schmieden, ihr wollt einfach lieber anfangen und sehen, wie es läuft halt. Genau. Ne? Also Ja, das, was wir genau. planen Meine können, Pläne. klar, aber Just do it. ja. Okay. Ja. Wie lange wollt ihr denn warten, bis wie dunkel es ist? Ich kenne mich jetzt nicht mit den Tempeln aus, wie wann die irgendwie sagen, okay, jetzt ist zu spät genug oder ne, Ja, also wann der zurückkommt. ich sag mal, so wie bei uns auf Lemmenkirchen, vielleicht so gegen 8 Uhr müssten die eigentlich normalerweise dicht sein, beziehungsweise erwartet man da keine Besucher mehr. Also der müsste spätestens um 8 Uhr ungefähr zu Hause sein, in seiner Villa wieder. Und ansonsten, also eigentlich ist das sogar vor Einbruch der Dunkelheit jetzt im Sommer. Ja. Dunkel wird es dann vielleicht eine Stunde später, so ab 9. Also vor Einbruch der Dunkelheit sollten wir auf jeden Müsst. Fall nicht los, denke ich. Ja, ich würde auch Während der sagen, mit dem. Dämmerung oder. Ja, ich meine, wir Genau, müssen ja auch während noch es ein Stückchen dämmert, gehen, ne? losgehen und unseren Weg bahnen, gucken, wo wir auch notfalls wegflüchten können. Bevor es jetzt gerade in nicht vor irgendwie Stadtsöldnern, Gardisten wimmelt. Ja, da schon ein bisschen auskundschaften halt. Sodass wir noch ein bisschen Zeit haben, dann in der zunehmenden Dunkelheit die Villa noch mal ein bisschen in Augenschein zu nehmen. Ja, die Straßen sind schon relativ leer, aber noch nicht ausgestorben, als ihr euch dann auf den Weg macht in der Dämmerung. Auf dem Weg dahin passiert eigentlich nichts so Besonderes. Lili Lucretia läuft euch nicht über den Weg. Gott sei Dank. Auch keine Wache, die euch irgendwie kontrolliert. Als ihr dann aber an dem Stadthaus des Priesters ankommt oder der Stadtvilla, seht ihr, dass eine Sänfte, auch eine sehr edle Sänfte mit 4 Trägern vor der Tür wartet und 2 Wachen, die ziemlich edle Rüstungen tragen. Oh, okay. Aber das sind nicht Macht die mal. Wachen, die jetzt der vorher dabei hatte, ne? Nein, Okay. das sind nicht die Wachen, nicht die Sachen, Wachen vom Priester gewesen, sondern die haben andere Rüstung, Okay. noch etwas prächtiger. Und wenn ihr recht überlegt, sehen die so aus wie die Wachen, die ihr in der Arena gesehen habt. Oh, okay. Und zwar in der Loge des Königs. Also einer von den rein. Also ich glaube nicht, dass der König selbst kommen wird, aber vielleicht einer von den Sein anderen Sohn? beiden. Oder vielleicht die Dame. War das hier Lady Killian, ne? Ja. Okay. Und die stehen aber vorne vom Haupteingang einfach rum, ne? Im Haupteingang stehen die und langweilen sich da. Gut, die Träger sind wahrscheinlich froh, dass sie sich gerade ausruhen können. Ja. Jede Pause froh. Ja, und die Wachen unterhalten sich, reichen sich irgendwie so eine Ziegenlederflasche hin und her. Wahrscheinlich was Leckeres zu trinken drin, unterhalten sich. Ja. Das heißt, der hat Besuch, das ist schlecht. Ja, so 10 Minuten vergehen und nichts passiert. Sind da irgendwo Fenster oder sowas, wo man mal reingucken könnte? Ja, Wo man es was sieht? sind Fenster, die sind allerdings größten. Eigentlich sind alle Fenster jetzt verschlossen mit ja, Fensterläden, ne, vor den Fensterscheiben. Okay. Verdammt. ja gut, was wollen wir groß machen? Wir müssen eigentlich warten, ne, dass die abhauen. Ah, es ist ja auch noch nicht ganz dunkel. Ja, Ne? genau. Also es ist Naja. noch ist Dämmerung und ihr habt jetzt vielleicht 20 Minuten, seid ihr jetzt da und habt euch das Ganze angeschaut. Und da öffnet sich die Tür, also vorne die Haupttür, Haustür, und heraus kommt tatsächlich Lady Kilia
Und ihr folgt also Nabonides und verabschiedet sie, bringt sie zur Sänfte, hält so ganz galant ihr die Hand dabei, während sie einsteigt, und drückt ihr noch so einen Handkuss auf die Hand, während die Wachen von der Lady jetzt so wieder stramm stehen und wieder voll konzentriert sind und aufpassen, dass da ja keine Banditen kommen, die überfallen oder ähnliches. Und ihr seht auch im Hintergrund noch eine Wache stehen vom Nabonides, die ihn heute zum Tempel wohl begleitet haben. Aber die beiden verabschieden sich nur kurz, ist also kein langes Gespräch mehr, bringt sie halt nur zur Sänfte, sie steigt ein und dann trottet sie los. Das ist unsere... Wir scheinen sich ja wirklich alle zu kennen, die Rang und Namen haben. Das ist wahr. Ich glaube, dann sollten wir uns schon mal nach hinten begeben, gucken, ob da irgendwer gerade rumläuft, unauffällig möglichst. Ne, gucken, dass da nichts los ist. Ja, aber irgendwie würde ich doch gern mal gucken, ob ihr euch wirklich die ganze Zeit unauffällig und verhalten habt und gut versteckt habt, weil ihr musstet ja schon immerhin so nah ran, dass ihr was sehen konntet. Worauf könnten wir denn da mal würfeln bei euch? Scharfsinn oder Wissen? Mit sag ich mal, also Ajala ist ja in Observationen geübt. Insofern wirst du den zwei anderen Jungs schon gesagt haben, wo die sich am besten verstecken oder was die machen sollten. Ja gut, aber übernehmen kann ich es ja nicht, ne? Doch, ich würde einfach sagen, du würfelst jetzt mal mit halt einer Fertigkeit deiner Wahl Wissen oder Scharfsinn. Ich weiß nicht, was dir sonst noch einfallen würde. Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wie bitte? Macht am meisten Sinn, denke ich. Ja, und dann kriegst du noch einen Bonus von plus eins. Da bräuchtest du jetzt aber auch schon eine 4 mindestens. Okay. Weil... Mal gucken. Uiuiui. Na, hallo. Ja. Oh Mann, da easy. Boah, hast ja legendär hier. Ja. Grün. Grüner als grün. Dreimal grün. Überleg gerade meine Form. Du hast richtig. Also geschafft hast du es auf jeden Fall. Ich will gerade eben noch mal meine Makro nochmal überprüfen. Ja. Also sie hat halt dreimal plus, ne? Ja, ich hatte 4 plus den einen und dann halt 2 Plusse bekommen. Ja, genau. Ja, ja, klar. Nee, ist auch richtig so, genau. Richtig. Ja. Genau. Genau, du hast echt dreimal plus und kein Minus gewürfelt. Ja, yeah. Genau. Das ist wirklich, ja? Genau. Ausnahmsweise mal. Ich habe so viel mit den Schadensmakros die letzten Tage gearbeitet, dass ich jetzt, und ich habe ein bisschen andere Würfelsystematik, deswegen muss ich jetzt wieder gucken. Also ihr seid total unauffällig, keiner sieht euch. Also die Wachen, ihr habt irgendwie eure Kleidung so geschickt arrangiert und steht in so gemischten Gruppen immer zusammen, das ist vollkommen ausgeschlossen, dass jemand in der eure Nacht. Observation bemerkt hat. Und ja. Ja, aber es ist auch gut, dass Ajala gewürfelt hat, sieht man ja, ja auch. Ne? Ich habe euch gut gelehrt. Ja, also der Oberpriester ist wieder im Haus verschwunden und es ist fast Nacht geworden jetzt. Also fast vollkommen dunkel, sage ich mal. So dunkel, wie es halt jetzt wird. Der Mond sollte heute irgendwie auch nicht voll scheinen, so Halbmond, also ein bisschen Licht, aber nicht zu viel. Ihr wartet noch, bis es ganz dunkel ist, oder? Gehe ich mal von aus? Ach, oder? Ja. Ja, schon so dunkel, wie es halt geht. Ja. Und dann würden wir uns, denke ich, mit unserer Ausrüstung zur Mauer begeben. Vielleicht nicht direkt neben dem Gartentor. Nee. Ich hätte es rechts aus der Gasse gemacht, ehrlich gesagt. Genau so an der Ecke auch. Der Gasse an der Ecke, ne? So, ja. Ja, genau. Ihr hört einmal etwas weiter entfernt, also jetzt wird es schon wirklich sehr ruhig auf den Straßen, es ist kaum mehr einer unterwegs. Und ihr hört einmal von weiter weg, die vermutlich eine Patrouille durch die Straßen laufen.
Aber ansonsten passiert nichts und ihr könnt euch da ruhig positionieren. Bevor ihr jetzt dann den Einbruch startet, würde ich gerne noch mal einen kurzen Bio- und Teehol-Break machen. Ja, klingt gut. Ja, okay, machen wir. Dann in 3, 4 Minütchen treffen wir uns wieder, ne? Genau, Ja, bis okay. gleich. Gleich. Ist das das Meer? Ja, es sollen eigentlich irgendwelche Vögelchen sein, glaube ich, die Ja, da die auch habe ich hinten. auch gehört, aber das hört sich jetzt gerade an wie Meer, finde ich. Also im Hintergrund auch zusätzlich. Der Wind, der durch die Ja, Bäume Wind steigt. Ah, wahrscheinlich, Wind. ah, Ne? ja, ah. Ja, so zwitschern die Vögelchen im Garten. Da sind ja auch ein paar höhere Bäume drin. So. Genug gezwitschert. Ja, die Straßen sind leer. Ihr habt euch umgehört. Niemand weit und breit zu hören und zu sehen. Im Haus leuchten durch die geschlossenen Fensterläden leuchtet natürlich das Licht. Und ja.
Dann können wir eigentlich anfangen. Also wenn auch keine Wachen mehr jetzt in den Straßen direkt neben uns unterwegs sind. Jetzt gerade momentan nicht. Okay. Also ich glaube, ich weiß nicht, wird das eine Gewandtheitsprobe? Ich denke schon, ja. Okay. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden aussah, also im Tanga Ganz und okay. Subotai. Ich weiß, dass mein Gewandheitswert ziemlich gut war. Dann überlegt Also nämlich ich, derjenige, dass ich der da die hochgehe. Räuberleiter macht, da ist auch schon noch Stärke ein Vorteil, aber ja, eigentlich muss da keiner was würfeln, weil so kräftig seid ihr alle mal, dass ihr die Ajala da hochhievt. Genau. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie du das so machen willst, auch wegen der Glasscherben, die da vermutlich oben drauf sind. Ja, genau. Ich würde mir die Decke und das Leder in eine Hand nehmen, so, also ne, einfach an Körper klemmen, mich so ein bisschen an der Wand stützen, während die mich da so hochheben, sage ich jetzt mal, mit der Räuberleiter und dann einmal so rüberwerfen. Man steht ja relativ sicher, vor allem mit zwei Leuten unten. Und dann, ich weiß nicht, mit ein bisschen Hauruck oder so nach oben, dass ich mich da drauf, weiß ich nicht, setzen, je nachdem, wie gut die mich werfen oder wie hoch die Leiter ist, vielleicht direkt rüber. Muss man mal gucken. Ja, dann würfel mal Gewandtheit. Genau, das Jo. hört sich doch schon mal gut an. Nach dem Plan. Gewandtheit, da. Ich wollte gerade die Schwierigkeiten ansagen, aber du hast das ordentlich geschafft. Und kannst jetzt dich entscheiden, ob du erst auf der Mauer sitzen bleiben möchtest oder ob du gleich drüber hinweg springst. Dann müsstest du allerdings noch einen Test machen, um ob du sicher aufkommst auf dem Ich Boden. würde erst mich hinsetzen und gucken, was auf der anderen Seite ist, bevor ich da blindlings irgendwie mich runterfallen lasse. Ob da jetzt direkt ein Busch ist oder ein Loch meinetwegen oder was auch immer. Du siehst einen dunklen Garten vor dir mit den Bäumen, die man auch von jenseits der Mauer sehen konnte, auch vielen Gebüschen, durch die sich, also durch den Garten ziehen sich so zwei, drei Wege mit Steinen gepflastert. Und es sieht nach so einem, ja, also Lustgarten, Wandelgarten jetzt aus. Und zum Haus hin kannst du was erkennen, was wie so eine kleine Terrasse aussieht. Und auch ein vergittertes Fenster, aus dem Licht scheint, wo also kein Fensterläden vor sind, aus dem Erdgeschoss. Und etwas weiter daneben eine Tür, die ins Haus führt halt. Okay. Du kannst Gut. jetzt im Garten niemanden erkennen, außer, ja, es ist halt irgendwie doch schon ziemlich dunkel und überall sind Sträucher. Du hörst momentan wirklich nur so ein paar Vögel und ansonsten nichts, aber es ist halt etwas unübersichtlich aufgrund der Bäume und der Gebüsche, die da im Was ist Garten sind. direkt unter mir? Ist da auch Busch oder was ist da? Oder nur Wiese, Da ist so ein Gras, bisschen Blümchen? Rasen mit Blumen, aber du kannst, also da ist genug Platz, um irgendwo sicher Okay. runterzuspringen. Nee, nur so irgendwie Büsche machen ja dann schon eher ein Geräusch als nur Rasen oder sowas. Falls da Nee, jetzt jemand steht, den ich nicht sehe. du kannst da auf jeden Fall ohne Probleme auf festen Boden springen, ohne jetzt Riesengeräusche zu machen. Sehr gut. Dann würde ich das auch tun. Ich weiß nicht, macht es Sinn, dass einer der beiden gleich noch die Decke da runterholt? Nicht, dass gleich doch noch eine Wache da lang schlawenzelt und das sieht. Könnte vielleicht sein, ja. Ja, ich raune dir zu. Nimm du die Decke mit, falls du von drüben nochmal rüberklettern musst. Ja, ich komme ja gar nicht Ja. hoch da, oder? Na, Alleine? je nachdem, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Stelle. Ja, vielleicht ein Baum nah genug, ne? Da sind jetzt die Probleme Vielleicht. wieder, ne? Weil wenn du runterspringst, dann kommst du kaum an. Ja doch, wenn die lang genug ist, kommst du vielleicht so gerade eben noch hochgesprungen so an die dran. Ja. Allerdings haben sich jetzt ja auch da die sowohl in das Leder bzw. die Decke die Glasscherben eingegraben und sich damit verhakt. Wie viele, also ist das eine Glas so viel komplett voll oder kann ich mich zumindest mit einer Hand so an die Wand noch hängen?
dass ich mich quasi runterlassen könnte auch. Das ist schon sehr voll, aber du kannst jetzt, wo du siehst, wo die Glasscherben sind, kannst du, ja, wenn du nicht Pech hast und sehr ungeschickt bist, kannst du wahrscheinlich dazwischen greifen an der Stelle, ja. Wenn du dir genau anguckst und sagst, da muss ich hinpacken. Also es muss ja jetzt nicht ein toller Griff sein, nur einfach so, dass ich halt mich so kurz halten kann, dass ich es vielleicht nach oben ziehen kann, das Leder, die Decke, wie auch immer. Ja. Du lässt also in einem Arm lässt dich so kurz so runterhängen, hältst dich noch kurz fest und ziehst in dem Moment halt die Decke runter. Gucken, ob das klappt. Ne? Genau. Ja. Und das ist jetzt mal eine Probe auf Geschicklichkeit, würde ich sagen. Bin mal gespannt. Da. What? What? Wie? Da hast du Minus eingegeben oder so. Nee, ich habe gar nichts eingegeben. Minus 14 eingegeben, muss ich mal kurz gucken, ob da ob der Fehler in der. Ja, ja, schon, da ist ein Fehler drin noch in der Formel. Okay, gut. Dann keine Session ohne irgendwelche ohne Makrofehler von mir. Ja. So, jetzt probier nochmal, ob es jetzt besser klappt. Okay, Geschicklichkeit. So. Ja, ja, das sieht kann hinkommen. Genau. Genau. Ja, also es gelingt dir. Sehr gut. Ja, die Decke hatte sich tatsächlich etwas verhakt mit den Glasscherben. Aber dank deiner Finger- und Armfertigkeit sozusagen, ja, lockerst du das schnell genug und kannst das runterziehen, während du dann ja, dich von der Mauer herabfallen lässt. Sehr gut. Habe ich das jetzt bei mir oder habe ich einfach nur hochgeliftet und nach hinten geschubst? Ich weiß nicht, ist eigentlich egal, ne, wer das jetzt dabei hat. Das, ob das nicht da oben ist irgendwo auf deiner Seite, okay, denke ich mal, im Garten gelandet jetzt. Gut, dann sage ich einfach mal. Dann aufsammeln und zur Gartentür und den Riegel lösen. Mhm. Ja, mach mal eine Probe auf Gewandtheit, wie leise dir das gelingt. Oder ob du auf die berüchtigten Stöckchen, ein Steinchen triffst. Ja, zumindest ein Minus gewürfelt, aber. Bist nicht ganz so lautlos, wie du möchtest. Einmal knackt es ein wenig, allerdings. Hört das niemand? Du Sehr siehst gut. auch niemanden und erreichst das Gartentor. Rechts vom Gartentor an der Gartenmauer ist so ein kleiner Unterstand. Da steht eine Sänfte auch drunter. Ja, mit der er heute Morgen auch zum Tempel unterwegs war. Sie ist auch noch einen weiteren Schuppen im Garten, der vielleicht für Gartengeräte oder ähnliches ist. Das sind so Sachen, die du da siehst. Und vor dem Tor vom Inneren ist es tatsächlich so, dass ein sehr schwerer, sehr, sehr schwerer Balken davor gelegt ist. Das habe ich befürchtet. Und verriegelt ist. und ja, du musst jetzt sehen, ob du das Ding da wirklich wegkriegst überhaupt. Verdammt. Na gut, ich hab zwei Ideen. Einmal versuch mit meiner mickrigen Stärke von 3 das zu machen. Durchschnittlichen. Genau. Durchschnittlichen. Ja, ich versuche mich noch dran zu gewöhnen, dass 3 Durchschnitt ist. Und dann gegebenenfalls irgendwie nach Hilfsmitteln suchen für irgendwie Hebelwirkung, dass ich da vielleicht irgendwas hochgehebelt kriege. Mal gucken. Erstmal Stärke. Ja. Ja. Immerhin ein Plus. Die Götter sind dir gewogen. Yay. Also du schaffst es zwar so gerade eben und leider machst du auch ein bisschen Geräusche dabei. Und es geht auch nicht so schnell, wie du möchtest und nicht so lautlos, weil du auch mal abtrutscht und es quietscht. Mhm. Aber dann fällt der Balken runter und du ziehst die Tür auf und dahinter steht niemand? Haben sie nicht verstanden, dass sie zur Tür sollen? Nein. Die stehen auch an der Wand. Guck mal hoch. Hattet ihr das nicht besprochen? Jetzt kommt das wieder. Ja, wir haben ja nicht geplant, ne? Nee, aber. Genau. Wir haben uns nicht abgesprochen. Aber nee, ich halt wieder raus. Ja, können, dass Subotai und Mtanga da drauf kommen. Ich glaube, vielleicht hat der Mtanga dran gedacht. Was meinst du, Flo? Subotai hat nicht dran gedacht. Naja, wir hatten es ja ohnehin vor, ursprünglich, ne? Von daher, ja, es ist naheliegend, dass die sich dahin bewegen werden. Ja. Insofern, die Tür öffnet sich und du siehst erst niemanden und eine Sekunde später treten von rechts dann Subotai und Tanga aus dem Schatten. Ach, da seid ihr endlich.
Machen wir das Ding wieder komplett zu oder lassen wir es als Fluchtmöglichkeit offen? Ich glaube, das sollten wir zumindest geschlossen, aber ohne Riegel lassen. Ja. Sonst haben wir ein Problem, wenn wir schnell flüchten müssen. Genau, denke ich auch. Machen wir den Riegel einfach auf dem Boden ein bisschen davor. Genau. In der Dunkelheit sollte das eigentlich auch keiner sehen. Also zu zweit ist das auch schon kein Problem, den schweren Riegel zu wägen, aber halt allein für einen normal starken Mann ist das echt schon eine Aufgabe. Das ist echt super schwerer, ja, T-Kurz-Balken. aber das klappt dann zu zweit oder zu dritt ohne Probleme. Ihr dürft alle mal eine Probe auf Wahrnehmung machen. Alles gut, ihr beide im Tanke lassen wir mal aus. Hey. Oh, okay. Subotai, während ihr da so fleißig gerade eigentlich damit beschäftigt seid, den dicken Balken wieder reinzuschieben, die Tür zu verriegeln, hörst du ein Rauschen über dir. Ein sehr ungewöhnliches Rauschen. Und du blickst auf und siehst ganz kurz nur einen dunklen Schatten über euch hinweggleiten, der in Richtung des Hauses fliegt und dann im Dunkel verschwindet. Ey, pst. Hast du das gesehen? Nein, was war denn? Über uns war etwas, das ist da zum Haus rüber geflattert. Ich dachte, das sei ein Anbeter eines Spinnengottes, aber möglicherweise hat er auch irgendwelche Tiere. Ah, irgendwelche Vögel. Ja, oder Spinnen. Also für dich war das, du meinst auch, dass das, ja, das Komische war, du hast ein Rauschen gehört oder war es ein Schlagen von Flügeln? Du hast es, weil ihr auch mit dem Balken so beschäftigt war und da ein bisschen rumgestöhnt habt und hantiert habt, hast du es auch nicht so genau gehört. Aber das sah für dich schon sehr seltsam aus und es war ein ziemlich großer Schatten. Also größer als ein Mensch. Oh. Und in dir kommen jetzt so ungute Erinnerungen an alte Legenden oder ähnliches hoch vielleicht. Du hast irgendwie die Befürchtung, dass das doch etwas Übernatürliches sein könnte. Ja. Und deswegen darfst du jetzt mal einen Willenskrafttest machen. Und der ist für Subotai, ist der auch erschwert um eins. Und du brauchst mindestens du hast ihn nicht geschafft. Eine 5 wollte ich sagen. Das heißt, ich ziehe dir jetzt von deiner Entschlossenheit 6 Punkte ab. Dreifache von dem, was du nicht geschafft hast. Und du bist jetzt etwas eingeschüchtert momentan. So, mal gucken, was wir dafür kriegen hier. Sleepy ist nicht das Richtige. Hauptsache, es ist keine Riesenspinne. Hartet mal jetzt nehmen. Ja, genau. Wie bei dem letzten, bei dem Affen war es ein Riesenaffe und jetzt Spinnengott und hoffentlich keine Riesenspinne. Da geht's wieder los. Doch, jetzt war das. Ja, nee, es war aber der falsche, das ist Ausdauer. Eben hat er nämlich das nicht abziehen, nicht angenommen. Ich sehe die Leisten bei ihm nicht mal. Ich habe doch wieder, das ist wieder verbuggt. Ich kann ihm Ausdauer abziehen. Aber da habe ich heute mit Uko. Und die wollte ihm jetzt gerade. Kannst du auch selber machen sonst. Ja, kannst du gerne versuchen. Ich setze mal auch noch alles auf Sehen hier und bearbeiten. Aber ich fürchte, das wird bei dir auch nicht funktionieren. Aber ich kann nämlich noch nicht mal irgendwie was abspeichern hier. Nee, an deinem stimmt Token. Nicht. Ich kann in dem Token nichts abspeichern momentan. Das ist total. Also ich habe das irgendwie mit Rumtrickserei, habe ich die Werte so reingekriegt. Guck mal gerade, welche bei einem kann. Der erste Wert, den ich einsetzen konnte, den hat er. Ja, hier geht jetzt, das Wichtige geht hier. Die Lebenspunkte sozusagen, die Vitalität. Die nimmt er an und ändert er auch. Die hatte ich zuerst eingesetzt. Aber das Blaue kann ich auch nicht. Na, eben. Da ist irgendwas verbuggt. Aber ich habe jetzt zwar das Herzchen, dann wissen wir Bescheid, dass du so ein bisschen so ein bisschen eingeschüchtert bist momentan. Ja. Jetzt gerne gleich, wenn mal länger Zeit nichts passiert ist, dann kannst du wieder eine Willenskraftprobe machen, ob du denn deinen vollen Mut wiederfindest. Aber momentan ist der abergläubische Subotai. Ich werde mich da ein bisschen geduckt neben einem Gebüsch halten und der Dinge harren und die anderen dazu anweisen, ja, es mir gleich zu tun, still zu sein und Richtung Haus zu spähen. Ich glaube, der abergläubische Subotai kriegt auch mal einen kleinen Fehlpunkt von mir dafür. Das ist zwar nicht was ganz so Schlimmes, aber sind wir mal nicht so. Ja. Also für einen Moment würde ich ihm gleich tun, einfach weil ich ihm jetzt erstmal glaube, weil wir haben jetzt schon einiges zusammen gesehen. Und für einen Moment kann man ja mal gucken, ob irgendwas da ist, rumfleucht, wie auch immer.
Ihr hört Geräusche vom Dach, ganz gedämpft, weil es ja halt auch oben auf dem Dach ist und ein bisschen weiter weg von da, wo ihr gerade seid. Wolltet ihr erstmal jetzt, Entschuldigung, an der Stelle bleiben und lauschen oder schleicht ihr euch schon vor? Genau. Genau, genau, erstmal da stehen. Ne? Genau. Ja, deswegen seid ihr ja fast 20 Meter vom eigentlichen Haus noch weg. So lang ist der Garten tatsächlich. Oder fast 20 Meter. Und das Dach entsprechend noch weiter, noch mehr weg. Dahin hat dieser Schatten, ist der geflogen. Da hat Subuta ihn aus den Augen verloren. Und ihr hört halt nochmal ein Geräusch vom Dach. Und ansonsten hört ihr eigentlich nichts. Vielleicht so von weiter weg noch irgendwie Geräusche aus der Stadt, aber auch das nur sehr gedämpft, weil euch die Mauer umgibt. Vielleicht Wind sollten wir... Durch die Bäume, ihr hört Zikaden, ihr hört sehr viele Zikaden eigentlich. Oh, sehr gut. Das ist also so ein Geräuschteppich, der auch so ein bisschen Geräusche natürlich abdämpft, die ihr so macht. Und das gar nicht so knapp. Ja, stimmt, die sind ganz schön laut. Und da gibt es eine Menge von im Garten. Ich würde ehrlich gesagt sogar ein bisschen, wenn wir uns Richtung Haus nähern, an der Wand halten. Also nicht mittendurch, sondern wirklich am Rand, vielleicht durch oder vorm Gebüsch, wie auch immer, wie es halt aussieht da. Ja, ich gehe davon aus, dass sie halt die Deckung ausnutzt, von größerem Busch zum Baum zu Baum. Ganz klar, euch da vorsichtig vorbewegt. Auch immer mit dem Blick nach oben. Genau, nach oben, Augen und Ohren offen haltet. Und ihr seid so ein paar Meter vorgegangen. Da öffnet sich die Tür hinten am Haus. Ihr seht kurz einen Lichtschein in den Garten scheinen. Und ihr hört so ein kurzes Knurren. Und die Tür schließt sich dann wieder. Knurren? Also würfelt mal auf Wahrnehmung, ihr beide wieder. Schwierigkeit ist aber nur, ja, 3. Ja. Oh, jetzt hat Anjala, mein Gott. Wieder 3 plus, 1 minus. Und Subuta hat minus gewürfelt. Okay. Ihr würdet beide sagen, dass es, du bist dir eigentlich ganz sicher, Anjala, dass es Hunde knurren. Subuta ist sich nicht ganz sicher, vielleicht war er so ein bisschen abgelenkt, weil er immer noch so an diesen Schatten denkt. Ach, verdammt, Hunde. Und dann noch die Wachen von ihm. Und in der Tat, das Knurren kommt näher. Ihr hört auch, dass die Hunde durch den Garten trollen. Wie viele sind das? Können wir das hören? Ihr würdet mal so vermuten, 2 oder 3. Okay. Ist ja ziemlich sicher. Also auf jeden Fall mehr als einer. Ah, oh, das ist schlecht. Hunde sind laut. Okay, ich meine, wir haben jetzt nicht viele Möglichkeiten, ne? Wir haben Möglichkeit 1, wir töten die Hunde. Möglichkeit 2, wir rennen in das Haus und machen die Tür hinter uns zu. Und ich glaube, zurückrennen wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Je nachdem, wo wir uns aufhalten und die Hunde sind. Was ist das Leiseste? Was glaubst du? Während ihr noch überlegt, übernehmen euch die Hunde leider die Entscheidung ab. Ja, scheiße. Und die sind so in eure Richtung getrottet. Ja. Froh, wieder laufen zu können, aus dem, wie sagt man, Hundezwinger rauszukommen im Haus, wieder Auslauf zu haben. Die so durch den Garten gepäst haben, dann anscheinend irgendwo auf euren Duft aufgenommen. Und kommen jetzt knurrend, aber allerdings interessanterweise halten die sich nicht großartig mit Billen auf. Oh, das ist gut. Die rennen einfach im vollen, die rennen auf euch zu, das sind so Kampfhunde. Und die sind so sehr mit auf euch zu rennen beschäftigt, dass die jetzt also nicht so wie so mancher Kläffer einfach da bleiben und rumkläffen. Nein, Gott die sei rennen Dank. Und bellen und knurren ein bisschen dabei, aber sind nicht so super laut. Und bereiten sich schon darauf. Machen wir das tatsächlich, seht ihr, das sind 3 Stück praktischerweise für jeden einen. Und es sei denn, einer möchte sich hinter den anderen verstecken, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Nein,
Direkt die Waffen ziehen. Ansonsten. Upsa. Here they come. Der Höllenhund. Doggy! Auf recht, interessanterweise sind das wirklich Höllenhunde. Ich habe keine Ahnung. Ja, ziemlich schwarz und dunkel aus, ja. Muss man noch so ein paar richtige Kampfhunde anschaffen. Ja. So. Wir könnten jetzt mal, ich habe auch an dem Initiative-Makro gebastelt und könnte jetzt mal, ja, lasst uns mal spaßeshalber Initiative würfeln. Okay. Nur weil ich wieder so spielverliebt bin. Und ich kann jetzt auch für die Hunde würfeln. Wie viel hat der ursprünglich? So. Ach so, weil ich nichts habe. Ja, okay. Ah, der, ja. Der ist aber nicht in den Attributen drin, ne? Der Initiative ist das. Nee, der wird zusammengerechnet. Aus Wahrnehmung und ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, okay. Und ich muss die Gegner-Initiative. Ich habe den falschen Button. Ich habe die Funktion für euch gewürfelt und deswegen kam da so wenig raus. Wow, aber ihr seid immer noch zu gut für die. Dabei habe ich den schon. Aber die haben Pech gehabt. Ja, ihr wart gewarnt. Ja, in der Tat dürft ihr dann beide zuerst den Angriff durchführen. Vielleicht noch ein Hinweis, was ziemlich viel jetzt bringt, ist einfach die Differenz zwischen Angriffswert und Verteidigungswurf. Mhm. Wie bisher ja auch, dass es immer schon ein Plus auf den Schaden gibt. Ja. Wenn ihr jetzt noch vor eine Ansage machen würdet irgendwann mal und euren Wurf erschwert, macht ihr das Doppelte an Schaden, wenn ihr dann erfolgreich trefft. Also okay. Wenn ihr euren Angriffswurf um 1 erschwert, macht ihr nachher 2 Schaden mehr. Und es ist auch so, eure Waffen und Stärke, die sonst auch für den Schaden ausschlaggebend sind, die machen jetzt nicht mehr automatisch. Jeder Stärkepunkt und jeder Waffenpunkt macht nicht automatisch 1 Punkt Schaden. Sondern dafür wird ein Würfel gewürfelt und ich sag mal, bei der 4, 5 oder 6 macht der Schaden dieser Würfel und sonst halt nicht. Und diese Trefferpunkte aus der Differenz, die machen aber auf alle Fälle immer Schaden. Ja? Mhm. Also, falls sie irgendwann mal, können da mal ein bisschen mit rumspielen, wenn ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr mal eine Ansage machen. Aber ihr könnt ja erstmal gucken, wie die drauf sind. Ich schreibe das auch irgendwann nochmal irgendwo in so ein Handout hier rein, was man so für Optionen hat, wenn man im Kampf so ein bisschen taktisch was machen möchte. Jo. Aber du willst jetzt einfach mal ganz normal drauf von Ajala, oder? Ne, Supertar ist doch erster mit 10. Stimmt, sorry. Ja, genau. Naja, das Ding ist, ich habe ja jetzt nicht wirklich meine Standardwaffen, ne? Hattest du denn dein... stimmt, wobei... Wir hatten doch irgendwie gesagt, dass du noch deinen Säbel... Ach so, nicht den Säbel, aber nicht den Bogen, ne? Sowas, genau, ja. Genau, den Bogen hast du nicht... Ja, du kannst deine du hast natürlich deine Wurfsterne eingesteckt schon, gehe ich mal von aus, weil du brauchst nicht viel Platz. Ja, die habe ich, aber mit dem bin ich halt noch sehr ungeübt und ich meine, so einen Wurfstern gegen einen Hund weiß ich nicht. Ja, ich würde dir jetzt mal minus 1 geben auf deinen Fernkampfwert. Der ist dann immer noch ganz ordentlich, sag ich mal. Mhm. Also du könntest aber ich würde mit dem Säbel angreifen, wenn der eh schon dabei ist, sich in mich zu verbeißen hier demnächst. Okay. Ganz normaler Nahkampf-Angriff. Kannst du mal auf den Nahkampf-Knopf drücken, genau. Und ich für den Hund. Ui. Ja, super. Zing! Ich hau zu und darf Schaden machen, ne? Genau. Und jetzt steht bei mir Trefferbonus, steht automatisch eine 1 drin bei mir jetzt hier. Genau, den kannst du dann ersetzen durch eine 4. Mhm. Ah, okay. Und Gegner, hat er Rüstung? Ja, nein? Ein Hund, glaube ich nicht, ne? Nee, der hat keine Rüstung. Nein. Ja, okay. Der Hund wird durchbohrt von dir. Mit einem Winseln verendet er da. Ohne dass er noch zurückbeißen darf. Ja. Jetzt ist Ajala dran. Jo. Schau mal. Neutral. Mhm.
Hatte mich mit der Taste verklickt. Oh, ich krieg den krassen Hund. Nee, ja, ich hatte mich gerade mit der Taste schon wieder. Ich Ach weiß gar so, nicht, was ich okay. da wieder geklickt Ich dachte habe. schon. Ja, du hast dich verschätzt und du stichst vorbei und der Hund ist jetzt an dir dran und wird jetzt seinerseits versuchen, dich zu beißen. Das ist aber nicht der gleiche Roll, oder? Nee, ist nicht die gleiche. Der muss ich nochmal neu. Jetzt hat er auch wirklich richtig gut gewürfelt. Noch kam dazu. Der hat jetzt auch noch ein Plus gewürfelt. Ja, zwei Plus So. und ein Minus, genau. Genau. Ach, ist das immer schlimm, wenn ich alles so transparent mache, ne? So. Hundi-Nahkampf. Okay, dann weiche ich aus. Ja. Ja, du stichst zwar vorbei mit deinen Dolchen, aber elegant wirfst du dich noch rechtzeitig zur Seite und der Hund springt so ins Leere. Ich würde sagen, eine Runde musst du noch alleine klarkommen, bevor dir Subotai zu Hilfe eilen kann. Aber du darfst jetzt wieder als Erste draufschlagen. Okay. Da machen wir dann nochmal einen Nahkampf. Uiui. Ja, also du erwischt ihn, du streifst ihn nur leicht und deswegen kann er jetzt auch nicht so kraftvoll zubeißen, wie er eigentlich möchte, aber richtig Schaden machst du nicht gegen ihn. Ja, Zum du Glück kann ich weichst immer noch wieder gut aus. ausweichen. Ja, genau. So, jetzt darfst du noch einmal und dann ist gleich Subotai dran, wenn du ihn jetzt nicht erledigst. Denke ich mal. Na, mal gucken. Ja, du triffst. Hey. So. Und einfach nur auf Nahkampfschaden drücken. Und diesmal wirst du aber Nur nicht die 10 Eins, ne? Schaden machen. Genau, die 1 Okay. ist ja die Rüstung Differenz. Gegner ist 0. 0, genau. So. Hier machst du. Ja, das ist schon. Jetzt habe ich den Hundis gar nichts gemacht, aber die haben nicht so viel. Also der ist auf jeden Fall schon verwundet. Ja, Subutai, du darfst noch von der Seite kommt ihm eins drüber braten. Mal doch. Und kriegst auch noch plus 1 Bonus jetzt. Weil der auf. Ja. Mit einem Ja, Winseln gegen haucht auch der zwei Hund halt. das Leben aus. Beziehungsweise es bleibt schwer verletzt liegen und ihr könnt ihm dann den Rest geben. Und Mtanga hat es auch geschafft, den Hund niederzumachen. Ja, und ihr habt, also man kann nicht sagen, dass das jetzt lautlos war. Das war schon einiges mit Knurren und Winseln und vielleicht auch durch ein bisschen Kläffe. Aber das ging jetzt schon sehr schnell. Ja. Ja, voll. Und Subutai, du darfst mal eine Probe auf Willenskraft machen. Ob du jetzt darüber jetzt vor der lauter Aufregung ganz vergessen hast, dass da eigentlich noch ein bisschen. Oh, das sieht aber nicht ganz so gut aus. In der Tat. Das Nö, hält minus sich. eins. Genau. Und das war auch richtig so, genau, weil du nämlich ein bisschen eingeschüchtert bist. Und deswegen bist das immer noch nicht ganz los. Dir ist dein Herz immer noch ein bisschen schwer. Naja, das war ja auch irgendwie ein Riesenschatten, der über uns geflogen ist. Und das war Genau. bestimmt nicht Genau. diese Hunde. Wobei du hättest natürlich theoretisch jetzt einen Fate-Punkt ausgeben können, um das loszuwerden, um jemand plus 1 zu geben, wenn du möchtest. Na komm. Na klar, wenn ich den schon dafür gekriegt Ja. habe. Also der schnelle Sieg und so schön, wie du den Hund zerlegt hast, ich glaube, das ist genug erklärt, dass du jetzt das mal für einen Moment vergisst. Ja. Ja, soweit die Hunde noch nicht ganz tot waren, macht ihr also schnell den Gar aus, damit die dann nicht noch lange rumwinseln und bewegt euch auf das Haus zu. Und
macht mal eine Probe auf. Nee, braucht ihr keine Probe zu machen. Während ihr jetzt näher auf das Haus zugeht und nur noch ein paar Meter eigentlich von der Tür entfernt seid, euch das letzte Mal dahinter so ein paar Büsche kauert, hört ihr Lärm aus dem Haus. Und kann einen man ausmachen, Schrei. Was für, okay. Was für ein Lärm? Wenn Möbel umgeschmissen werden, okay, sowas. Irgendwie Holz zu Bruch geht. Mhm. Okay, Kampf oder sowas. Mhm. Dann hört ihr einen Schrei, einen menschlichen Schrei, einen Schmerzens- oder Todesschrei. Männlich oder weiblich? Hört, männlich. Mhm. Ihr hört Stimmen, also jemand laut rufen. Aber ihr könnt nicht genau, ihr könnt nicht hören, was genau gerufen wird. Es kommt auch aus verschiedenen. Aber es klingt nach Action und Panik. Ja, auf jeden Fall, ja. Es klingt, als wenn da drin gekämpft werden würde. Okay. Von erste Etage, also EG oder erste oben? Könnt eigentlich eher so oben, ja. Okay. Ja gut, dann vielleicht erledigt sich unser Job ja von alleine. Was ist, wenn dieses Flugdings schon angreift? Es scheint irgendwie übers Dach reingekommen zu sein, glaube ich. Zumindest ist es dahin verschwunden. Also wenn Nabonidus das Ziel ist, dann habe ich damit kein Problem. Dann können wir gleich wieder gehen. Ja, jedenfalls sollten wir warten, bis sich es wieder beruhigt, oder? Was meint ihr? Wir können ja mal einen Blick reinwerfen, vielleicht noch nicht reingehen, aber ich weiß nicht, sind unten zum Garten denn auch noch mal Fenster, wo man vielleicht die Läden aufmachen könnte? Ist da. Na, eines ist vergittert, ja, ne? Genau. Und mit Licht. Genau, also es sind keine Fensterläden vor, es ist nur vergittert, das konntet ihr sehen. Also du von der Mauer, hatte ich das mal eben gesagt. Ach genau, ja. Und ein paar Meter daneben ist halt eine Tür, wo auch die Hunde rausgelassen werden. Ja, vielleicht mal durchs Fenster gucken an der Ecke oder so, ob man vielleicht unten auch irgendwas sieht. Ja. Moment. Ihr seht eine Küche. Ein großer Tisch, auf dem Speisen zubereitet werden. In der Tat seht ihr auch, dass da ein größerer, ungebratener Vogel. Es könnte ein V sein, so angerichtet steht und anscheinend gerade präpariert wurde. Ihr seht da noch irgendwelche Füllungen, die mit dem das Ding gestopft wurde. Ein großer Kessel hängt über einem Kaminfeuer. Ja, ist dann irgendwie auch schon ein Bratenspieß noch daneben. Und was ist dann? Und eine Treppe, die nach oben führt. Mhm. Ja, und ansonsten eine Tür, die aus dem, oder sogar drei Türen, die aus dem Raum wegführen. Und zwar auch in der gleichen Ausrichtung wie die Eingangstür zum Garten. Also die Tür geht sozusagen zur Front des Hauses weiter, zwei Stück. Und eine geht nach links ab. Mhm. Ja. Und es ist keiner in der Küche, aber es sieht halt so aus, als wenn jemand gerade dabei wäre, das Abendessen vorzubereiten. Also dieser gestopfte V sieht aus, als wenn er gleich auf den Grill oder so sollte. Mhm. Sollen wir schon mal einen Schritt reinwagen? Überlegt gerade, ob wir an der Stelle einen Break machen, weil es ja eigentlich noch ganz gut wäre, bevor wir so voll reinkommen hier. Aber ich meine, wir könnten noch machen, aber passt vielleicht ganz gut, ne, bevor wir dann mittendrin abbrechen oder so. Ja. Das stimmt auch, ja. Ja, dann machen wir das einfach, klar. Ein ganz guter Abschnitt jetzt hier. Ne? Der Ausgangslage, ja. Könnt ihr euch fürs nächste Mal was
überlegen. Und ich kann mir auch wieder ein bisschen was überlegen. Ich meine, so ungefähr habe ich zwar schon einen Plan, aber... Ja. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, was uns da drin erwartet. Ja, mysteriös. Also das ganze Rätsel werdet ihr heute bestimmt nicht mehr auflösen, deswegen. Aber ich meine, ihr könntet noch in die Küche rein, aber wie gesagt, es wird jetzt ganz gut passen vielleicht. Und nee, so ich glaube, jetzt ist ganz gut, ja. Teaser-mäßig, ne, fürs nächste Mal. Machen wir so, klar. Ja, okay. Hat ja Spaß gemacht mit euch. Ich schalte jetzt mal meinen Stream aus hier. Ich auch.